Herzlich willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit der lieben Jenny übers Nähen abseits von Lille, Soll und Pelle oder Lotte und Ludwig. Sie berichtet, wie sie an Material und Schnitt für das Nähen in der Gotik-Szene kommt und ich ergänze das Ganze um das Nähen von historischer bzw. Vintage-Kleidung. Mal etwas liegen lassen, sich nicht unter Druck setzen und ob Pläne dabei helfen oder eher das Gegenteil bewirken, bequasseln wir auch. Viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Jenny. Hallo. Schön, dass du heute meine Gästin im Podcast bist. Magst du dich und den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mit 2, 3 Worten selbst vorstellen? Ja, hallo, ich bin Jenny von Rock Nähmaschine. Dort findet ihr mich bei Instagram. Und ja, ich bin nähbegeistert und wer vielleicht meinen Account gesehen hat, ist... Es ist bei mir eher in die Gothic-Szene geht es so ein bisschen alternatives Nähen. Und ja, darauf habe ich jetzt auch so ein bisschen meinen Fokus gelegt, mich da wieder so ein bisschen mehr zu finden. Mhm. Ja, du hattest mich schon vor einer Weile angeschrieben und gesagt, Mensch, wäre gerne mal Gästin bei dir. Und dann hatten wir regen E-Mail-Kontakt zu verschiedensten Themen und haben uns tatsächlich geeinigt, dass dieses Thema... ja, Nähen, jetzt sage ich jetzt mal von abseits von Lille, Soll und Pelle und Co. vielleicht heute ein schöner Input für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sein könnte. Genau, quasi Nähen gegen den Mainstream. Ja, so hatten wir das jetzt genannt. Genau, das war der Arbeitstitel. genau, richtig. Wahrscheinlich wird es auch der Endtitel. Ich bin da immer sehr unkreativ. ja, aber passt ja. Ja, es passt tatsächlich. Tatsächlich. Ja, ein bisschen Hausmeisterei vorneweg, nämlich so wie die Jenny das gemacht hat, könnt ihr übrigens alle da draußen das machen, wenn ihr mal Lust habt, hier im Podcast oder ein Teil des Podcasts zu sein und mal Lust habt, mit mir zu schwatzen. Einfach mich anschreiben und dann, ja, geht das los. Es geht nicht so schnell, ich bin mit meiner Planung immer schon sehr weit im Voraus, aber dann geht's los. Genau, ich weiß gar nicht, wann du mich das erste Mal angeschrieben hattest, im Januar, glaube ich, ne? Ja, das weiß ich noch ziemlich genau, weil ich da in einer Reha saß und ja, so ein bisschen Podcast mich da so ein bisschen durchgebracht haben, weil das jetzt für mich nicht die schönste Erfahrung war. Und dann hatte ich deinen Podcast gehört und habe mir gedacht, ach komm, schreibst du einfach mal. ja, und ich war sehr positiv überrascht, dass du das so... ja, im Prinzip offen aufgenommen hast, weil du kanntest mich ja nicht, ne? Also, woher kennt man sich auch? Höchstens mal, dass man sich folgt irgendwo, aber richtig kennen tut man einen ja nicht. Und dann habe ich mir gedacht, oh, komm, Fragen kosten nichts. Ja, ja. Jetzt bin ich hier. Jetzt bist du da. Und ich bin ja auch der Meinung, dass so ein gemeinsames Hobby einen ja irgendwie verbindet, auch wenn man sich jetzt noch nicht in live kennt oder arg vertraut miteinander ist, sondern dass allein dieses, ja, ist quasi heute wie ein Blind Date für mich und dich. Und trotzdem haben wir ja ein Thema, über was wir sprechen wollen, ne? Also ich finde das gar nicht schwierig, dass man sich nicht kennt. Nee, richtig. Also dadurch, dass man ja weiß, wie du sagtest, das gleiche Thema, was einen hobbymäßig ja begleitet, wird man schon irgendwie was finden, worüber man sich unterhalten kann. Auf jeden Fall. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und da das ja jetzt ja auch nicht der super ernsthafteste Podcast ist, wo es jetzt hier um Fakten und Drama und keine Ahnung, sondern es eher so ein bisschen wie ein Kaffeeplausch ist, wobei ich gar keinen Kaffee habe, ich habe eine Schorle, weil es so warm ist bei uns. ja, von daher denke ich, ist das eine tolle Gelegenheit. Also alle, die das jetzt gerade hören und sich schon immer gedacht haben, ach, ich wäre auch schon gerne mal Gast und ich würde es gerne mal ausprobieren, ihr seid herzlich eingeladen, schreibt mich einfach an, entweder über Instagram per Privatnachricht oder über die E-Mail-Adresse kontakt@30grad-handmade, das ist dann über meinen Blog und dann kommen wir in Kontakt. Genau. Ja. Dann lass uns mal starten, liebe Jenny, mit unseren aktuellen Projekten. Ich bin total gespannt, was du gerade unter der Nähmaschine, aber ich habe auch gelesen, eventuell auf den Stricknadeln. Also was bei dir so los ist, gerade handwerkstechnisch. Ja, richtig. Also bei mir ist im Moment, also unter der Nähmaschine,
tüftel ich so für mich so ein bisschen so ein Gummibund an Hosen und Röcken aus. Ich habe mir in Vergangenheit so viele Hosen und Röcke mal genäht mit einem Gummibund und irgendwie es zwickt und quetscht und also ich finde es immer super unbequem. Das, was so viele sagen, ach, so ein Gummibund, der gibt ja alles nach, kann ich jetzt für mich persönlich nicht so bestätigen. Ich weiß nicht, ob ich das auch immer falsch angenäht habe oder wenn es dann bequem war, dann war es so bequem, dass ja, tritt man irgendwie auf den Saumbund vom Rock, dann hängt der auch auf der Straße. Ja, So bequem. sehr angenehm. Ja, genau. Das will ja auch keiner. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Austesten, wie ich den am besten annähe, dass auch vor allem nicht die Nähte reißen, wenn dann der Gummi sich ausdehnt. Das habe ich dann auch oft das Problem gehabt. Ja, und ich glaube, ich bin da ganz auf einem guten Weg. Habe für mich jetzt so festgestellt, dass das eben nicht ein Gummibund sein muss, der komplett um den Bauch herum geht, sondern halt eher so in hinteren Bereich, entweder so hinteren Rücken oder jetzt mache ich noch eine, wo es dann nur so ein Teil so ein bisschen nach vorne noch mitgeht. Also, dass man den Bund wirklich bewusst auch in zwei oder drei Teile halt unterteilt. Und ja, das ist so das, was ich im Moment mache. Dadurch baue ich im Moment auch so viele Baumwollstoffe, die ich mir mal, weiß ich nicht, vor wie vielen Jahren gekauft habe, weil die Prints so schön waren. Und dann war aber eigentlich meine Nähskills noch gar nicht so, dass ich mich immer getraut habe, die anzuschneiden. Und dadurch, ja, lagerten die hier so rum. Und jetzt so mittlerweile denke ich mir, nee, ach, warum, ne? Also, ich kann ja nähen, da bin ich auch ganz ehrlich. Und jetzt nähe ich mir halt so Haushosen erstmal, ne? Also gerade so die starken Prints muss ich jetzt auch nicht mit rumlaufen, ne? Also aktuell zum Beispiel auf dem Tisch liegt noch ein uralt Hello Kitty Stoff. Den trage ich dann auch nur zu Hause. In Ja. rosa oder in schwarz? Nee, in Fliederfarben. Flieder. Ja, genau, ja. Aber ich habe auch Genau. schon Hello Kitty in schwarz gesehen. Ja. Mit so, mit so Rosenmotiv, genau. Und dann die Kitty da. Ja, da gibt es sehr schöne, aber ja, das immer nur zu kaufen, weil man es so schön findet, ist ja auch Ja, albern, ne? sehr Das habe ich, fatal. ja, genau, das versuche ich mir jetzt so nach und nach auch abzugewöhnen und erstmal das dann zu vernähen, was ich da habe. Klappt nicht immer, aber es wird besser. Hast du so bestimmte Lieblingsstoffmarken oder wo du sagst, da landest du immer wieder oder das ist immer wieder etwas, was dich begeistert? Also so richtige Stoffmarken, ich sag mal, wo man, ne, jetzt so wie Hamburger Liebe oder sowas, habe ich gar nicht. Also da, boah, ich wüsste jetzt echt nicht, wo jetzt, sage ich mal, wirklich ein Anführungszeichen Markenprodukt jetzt bei mir im Schrank ist. Also klar findet sich da auch mal was, aber ich achte da eher so drauf, ob es mir gefällt von der Qualität her und bin da jetzt nicht so Marken hinterher oder irgendwelchen Designern, die dann irgendwie wieder was posten und sagen, jo, Limited Edition kommt raus und dann bin ich da wie so ein Jäger hinterher. Das mache ich halt nicht. Nee. Aber es gibt ein paar schöne Designer, gar keine Frage. Also ich finde zum Beispiel Apfel schick, finde ich ziemlich schick. Da sind halt wirklich teilweise auch so Sachen, wo ich sage, okay, das gefällt mir auch, das würde ich so für mich dann auch vernähen. Ich bin aber auch immer so, ich finde viele Sachen schön, also so von der Ästhetik her, wo ich aber weiß, ja, nur weil es jetzt irgendwie auf dem Stoff schön aussieht, würde ich es jetzt für mich persönlich nicht tragen. Ich würde mich damit dann nicht wohlfühlen oder nicht als ich. So, das habe ich, ich sage jetzt mal so die, ja, so letztes Jahr, vorletztes Jahr so für mich festgestellt und mache dann da halt auch echt einen Bogen drum. Ja, weil man sonst sich doch selber da sehr zu verleitet, das dann einfach zu kaufen, weil auch da ist ein schönes Mandala-Motiv drauf oder keine Ahnung was. Und ja, am Ende vermählt man es dann trotzdem nicht. Ne? Ja. Ja. Ja, und ich finde auch dieses, das kommt ja immer wieder, also gerade bei Apfelschick. Wenn du jetzt gerade Mandala-Motive sagst, die haben ja nicht die erste Kollektion mit Mandala-Motiven. Das kommt dann irgendwie in irgendeiner gearteten Form auch wieder. Und wenn man dann die Muße oder ein Projekt hat, kann man sich ja dann eben
dann kaufen, quasi, wenn es dann soweit Ja, ist. genau. Also, dass man da auch nicht immer so dieses, ja, diese Verknappung so, die einem manchmal so suggeriert wird, Ja. dem auch immer so hinterher ist. Ne? Ja. Also klar gibt es solche Designer, ich wüsste jetzt gerade spontan nicht welchen, aber ich denke, dass es da schon viele Designer gibt, die das so auch machen. Aber da halte ich jetzt so persönlich dann auch nicht so viel von. Ja, also mir würde jetzt spontan einfallen, was ich ja gern vernähe, ist so Mind the Maker oder Meet and Milk, wobei Meet Milk, nicht End Meet Milk. Die haben ja eher so Uni-Stoffe, das kommt schon auch wieder, aber Mind the Maker hat immer so Kollektionen mit bestimmten Formen, Mustern und Farben, die es dann quasi nur in dem Jahr gibt. Und am Anfang habe ich auch gekauft, weil ich dachte, oh Gott, das gefällt mir so gut. Ich habe hier einen Stoff im Schrank liegen, der liegt schon seit 2 Jahren. Hier im Schrank, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, ihn zu vernähen. Und ja, aber die Kollektion im nächsten oder übernächsten Jahr ähnelt. Also die Farben sind schon ähnlich. Manchmal ändert sich dann das Muster. Also es war eine Zeit lang ganz grobe, große Punkte und so eher Geometrie. Und das Jahr dann drauf waren es wieder eher zarte Blümchen. Aber so grundlegend von den Farben ist es doch immer wieder ähnlich. Ja, Ja. genau. Also, und manchmal hat man ja auch echt Glück, dann findet man doch noch irgendwie, weiß ich nicht, auf Etsy verkauft dann einer noch so 1 oder 2 Meter von irgendeiner alten Kollektion und Ja. dann freut man sich und ja, hat man dann Ja. trotzdem das Stoffschätzchen irgendwie noch bekommen, ne, was eigentlich schon ja ausverkauft ist oder so. Ja. Ja. Also Ja, da mache ich mir auch nicht mehr den Stress so. und ich meine ja, davon, dass es jetzt im Schrank liegt, also ich habe jetzt eigentlich von diesem Stoffschatz gar nichts, in Anführungsstrichen, weil er ja im Schrank liegt. Ja, genau. Ja. Ne? So. Und ja, also das ist, finde ich, auch schwierig. Aber Ja. steht noch mehr auf deiner Liste hier. Ich habe dich ein bisschen abgelenkt Ja, auf nee, deiner ist alles gut. aktuellen Projektenliste. Genau. Ja, ansonsten, jetzt noch so Richtung Nähen geht. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen. Ja, so ein eigenes Label würde ich jetzt ein bisschen zu groß betiteln, aber halt einfach einen Etsy-Shop zu eröffnen. Ich habe da so eine Idee und bin da schon so ein bisschen in Kontakt auch mit ein paar Leuten, die dann das austesten, was ich dann anbieten möchte, um so ein bisschen Feedback zu bekommen, zu gucken, ob ja die Idee, die ich jetzt so habe, denn auch wirklich Anklang findet. Und ja, da tüftel ich jetzt so ein bisschen aus. Also es soll so ein bisschen Richtung, ich weiß nicht, ob jemand sich so ein bisschen mit diesen Achtsamkeitssachen auskennt. Es gibt da diese Sitzplatzroutine, so nennt sich das. Das ist im Prinzip, hast du einen Ort, wo du sagst, ah, komme ich da schnell hin? Das kann natürlich der Balkon sein, es kann aber auch eben kurz die Parkbank um die Ecke sein. Oder das Wäldchen oder was auch immer, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich regelmäßig hinsetze und in Anführungsstrichen nichts tue. Also einfach mal im Hier und Jetzt zu sein und Ruhe zu genießen, runterzukommen. Man sagt halt wirklich eigentlich, man soll halt nichts machen, aber bin ich auch ganz ehrlich, ja, ich trinke da auch meinen Kaffee mal dabei oder strick dann oder, ne, also irgendwas macht man irgendwo dann schon. Man Oder kann ich ja auch zumindest. achtsam. Genau, achtsam stricken, genau, richtig. Und das, weil ich halt, also klar setze ich mich gerne in den Wald, aber ich habe halt auch nicht so Lust, einen nassen Popo zu bekommen. Und da habe ich mir für mich selber damals einfach, weil ich ja eben auch viel wandern gehe und mich dann auch einfach mit dem Kaffee mal in den Wald setze, so eine Matte genäht, die man zusammenfalten kann, in den Rucksack packen. Die ganz leicht ist, aber halt auch wasserabweisend ist. Und in diese Richtung soll es halt gehen. Also, und ja, damit möchte ich halt, klar, Wanderbegeisterte oder welche, die auch so ein bisschen mit dieser Sitzplatzroutine sich beschäftigen, ansprechen. Aber auch Leute, die Natural Journaling machen. Ich weiß nicht, ne, ob Das das so sagt ein mir gar Begriff nichts. ist. Ja, Nee. das ist im Prinzip. Ganz plump gesagt. Also ich bin da auch nicht so drin. Zeichnen ist jetzt nicht so meins. Im Prinzip setzt man sich in die Natur, guckt rum, was entdecke ich da, was sehe ich da, was
bekommt meine Aufmerksamkeit und ich sage jetzt mal, ich sehe da einen interessanten Grashalm oder Blümchen oder Insekt oder was auch immer. Und das zeichne ich dann in ein Buch und schreibe dazu meine Gedanken oder Fragen auf. So, ich sage jetzt mal, warum blüht die Blume weiß oder warum wächst die hier oder wie lange wächst die, wie lange blüht die, solche Sachen. Und da wird die Szene so in Deutschland wohl immer größer und gerade die setzen sich ja auch wirklich halt eben in die Natur und ich denke, dass es da halt auch ganz viele Leute gibt, die auch sagen, ich habe da Bock drauf, aber ich habe halt auch nicht so Lust, mich irgendwie in den Dreck zu setzen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und das ist ja auch manchmal so eine Hemmschwelle, ne, so dieses sich einfach auf den Boden zu setzen und zu sagen, ja, ich mache das jetzt, ne, und warum muss man dann da immer sagen, ich muss, weiß ich nicht, barfuß laufen, dann noch mich in Dreck setzen und ja, weiß ich auch nicht. Ne? Also immer so dieses, ich muss immer alles machen, damit es richtig ist. Das ist ja Quatsch. Ja, und da mache ich jetzt so Prototypen, wie gesagt, solche Sitzmatten in verschiedenen, ich sage mal, Ausführungen, Wetterausführungen so ungefähr und lasse die dann halt testen und dann schaue ich mal. Das war jetzt so wäre mein grober Plan. Okay. Ja, genau. Ganz schön viel Arbeit steckt da drin. Also in dem Nähen an sich eigentlich nicht. Es sind plump gesagt eigentlich nur Rechtecke mit einem Gummiband rum und fertig. So was ich halt gerne, was ich noch gerne dann halt eben machen möchte, ist so dass dieses Drumherum. Ne? Also dass man wirklich sich damit mal beschäftigt, wie die Philosophie dahinter ist oder wofür man das alles nutzen kann. Ne? Also dass das so vielseitig ist. Zum Beispiel, ich packe auch manchmal meine Hunde dann da drauf, die dadurch dann viel schneller, einfacher draußen zur Ruhe kommen, weil die einen begrenzten Raum haben, wo die sich hinlegen und nicht den ganzen Wald zur Verfügung haben, wo sie sich theoretisch hinlegen könnten. Gerade bei Hunden ist das ist das ein gutes Werkzeug, um die zur Ruhe zu bringen. Also, und das denke ich mir halt, so eine kleine Matte kann halt ganz viele Leute ansprechen, die das dann vielleicht bräuchten. Das ist so mein Gedanke dahinter. Ja. Genau. Spannend. Na, das kann man ja dann bestimmt beobachten, wenn es dann irgendwie scharf geht auf Ja, deinem genau. Kanal, nehme ich mal an. Ja, genau. Das Und ist dann so. klappern bei dir noch die Nadeln. Ja, genau. Ich Sehe bin ich auch hier. Ganz schön höchst. heftig sogar. Ja, genau. Also ich bin ja jetzt absolut strick angefixt. Im Moment sogar ein bisschen mehr als nähen, weil ja, also das Stricken ist jetzt so quasi was Neues, was man neu entdeckt so. Dadurch, dass ich halt schon so lange nähe, ich glaube, boah, seit ich 18 bin, ich bin jetzt 34, so, hat man halt auch schon viel gemacht. Man kann halt schon gewisse Sachen und gewisse Nähschritte werden auch einfach nur noch so runtergerattert. Und durch das Stricken, was ich dann halt angefangen habe, übrigens ich glaube, das ist der vierte Ansatz oder so, ja, entdeckt man halt einfach mehr. Ne? Also man pusht sich dann, oder ich pushe mich zumindest selber damit, dass ich sage so, boah, da habe ich Bock drauf, das möchte ich gerne machen, das will ich auf jeden Fall mal in meinem Schrank haben. Und ja, deswegen bin ich tatsächlich mehr an der Stricknadel als an der Nähnadel momentan. Und ja, ich stricke halt immer, ich nenne das immer so, das ist so mein Betthupferl. Ist immer so ein kleines Projekt, so Socken meistens, ne, die man dann so morgens mal im Bett beim Kaffee, beim Aufstehen eben schnell stricken kann oder was man halt so auch mitnehmen kann. Und dann habe ich oft ein größeres Projekt, was ich dann eben auf der Couch mache oder auf dem Balkon, was man halt nicht mal so eben mitnimmt. Und das ist bei mir jetzt so ein Cardigan, möchte ich gerne machen. Ich bin so ein bisschen so in diesem Flieder-Schwarz-Trip im Moment, das merke ich gerade so. Und da möchte ich so einen Blockstreifen-Cardigan mir machen aus Baumwollgarn. Da habe ich noch so ein bisschen, das ist jetzt so angefangen und ich habe halt echt Angst, dass der mir irgendwie extrem einläuft. Keine Ahnung. Aber mal schauen. Wird schon klappen. Hast du eine Maschenprobe gemacht?
Ja, natürlich habe ich eine Maschenprobe Und gemacht. ist die eingelaufen beim Waschen? Nee, ist sie nicht. Aber Na das habe dann. ich beim letzten Pulli auch gemacht. Und dann habe ich ihn gewaschen. Und dann war der irgendwie anders als die Maschenprobe. Und das hat mich ein bisschen geärgert und hemmt mich jetzt so ein bisschen. Aber Okay. ja, mal gucken. Das wird schon klar. Und streckst du dann nach einer bestimmten Anleitung oder Freischnauze? Nee, Freischnauze tatsächlich. Also Wow. ich habe mir einmal, ich weiß gar nicht, von wem das war. Nee, komme ich jetzt nicht auf den Namen. YouTube. Also YouTube ist da echt so meine Strickquelle, sage ich mal, was Anleitungen betrifft. Und da gibt es ja relativ viele allgemeine, wie man Raglan von oben strickt. Ich glaube, Just Do It, meine ich, hat Ja. eine ziemlich gute Anleitung, aber dann gibt es halt auch noch so von anderen ja, Strickern Anleitungen. Und da habe ich mir dann so ein bisschen so alles einmal zusammengewurschtelt und danach stricke ich halt. Also ich finde, also Raglan von oben persönlich recht einfach, weil du ja das wirklich so, wie du das für dich brauchst, anpassen kannst, ne? Also dann strickst du mal eine Reihe mehr, eine Reihe weniger, je nachdem, wie das Garn halt auch ist oder welche Nadelstärke du hast, und du hast halt immer einen gut sitzenden Pulli oder Cardigan. Ja, genau. Also bisher habe ich jetzt noch nicht nach Anleitungen gestrickt, also oder irgendwie Kaufanleitungen oder so. Genau. Ich habe noch nie ein Raglan von oben gestrickt. Nee, noch nie. Aber ich stricke auch sehr nach Anleitung. Meine Oma kann das Raglan von oben, so frei Schnauze, also die hatte auch ihr System. Und wir haben uns auch schon immer mal vorgenommen, dass sie mir das einfach mal zeigt. Aber wie es mit so vielen Dingen ist, die man sich vornimmt, ja, sie hat es noch nicht gemacht. Ja. Ja. Es wuselt dann doch immer die Kinder rum oder man hat andere Verpflichtungen. Und dafür braucht man ja schon mal Ruhe, dass man da gemeinsam so ein Strickprojekt angeht. Ja, das stimmt, ja. Aber gerade so, also das nächste werde ich, denke ich mal, so eine Rundpasse mal machen, weil das finde ich halt auch zum Beispiel beim Nähen immer sehr angenehm. Wenn du einen Grundschnitt hast, kannst du ja so viele Sachen daran verändern. Also ne, beim Nähen, dann macht man vielleicht mal eine Teilungsnaht oder verändert nochmal den Ausschnitt und man hat auf einmal irgendwie gefühlt ein ganz anderes Stück, obwohl es der gleiche Schnitt ist. Und so ist es halt auch beim, finde ich jetzt so beim Stricken, wenn man dann weiß, okay, wie geht das Konstrukt Raglan von oben, dann mache ich beim nächsten Mal die Raglan-Linie breiter oder mache einfach noch irgendwie einen Zopf am Ärmel oder, ne, und schon ist das Teil einfach ganz anders. Und es ist genau das gleiche Prinzip wie beim letzten Mal. Ja. Das finde ich halt so spannend, ne? Ja. Und genau, ja, und genauso eigentlich auch beim Sockenstricken. Also da bin ich jetzt auch so ein bisschen am Austesten und ja, quasi heute eine Socke, die ich im Urlaub angefangen habe, ist fertig geworden. Jetzt habe ich so für mich persönlich, ich mag halt gerne enge Socken. So, ich mag das nicht, wenn die so rumschlabbern, das kann man vielleicht auf der Couch haben, aber ich trage die halt auch wirklich in Schuhen. Und dann mag ich das nicht, wenn die gerade so beim längeren Tragen, dehnen die sich ja schon ein bisschen aus. Deswegen mag ich es, wenn die von Prinzip aus eher enger anliegen, weil weiter werden sie von alleine. Und da habe ich jetzt so für mich meine Passform gefunden. Genau. Jetzt kann ich, jetzt gibt es kein Halt mehr. Genug Sockenwolle ist jetzt da. Ja, Socken finde ich auch immer ein sehr dankbares Projekt, wenn es jetzt, sage ich jetzt mal, so eine klassische Stino-Socke ist, also jetzt kein aufwendiges Muster reingestrickt wird, dann finde ich das auch immer ein sehr nettes Projekt, so für zwischendurch oder wenn man halt mal an die denken will, sondern Genau. einfach nur stricken in Runden und man sieht, es geht voran und Genau, meine rechte, meine linke Masche, dann reicht es auch schon. Also da bin ich auch nicht so der Fan von Lace-Sachen oder so, weil dadurch, dass ich die wirklich aktiv auch trage, hätte ich da, glaube ich, zu viel Angst, dass die mir zu schnell kaputt gehen. Und das, dann wäre ich wieder traurig und dann würde ich sie nicht tragen, weil auch die sind ja viel zu gut. Und ja, genau. Ja. Ja. Und Filzpushen steht ja noch. Ja, ich hab Filzpuschen gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Paar. Das erste Paar sollte eigentlich für mich werden. Das ist dann irgendwie ein
sehr, sehr kleines Paar geworden nach dem Waschen. Und dann habe ich für meine Mutter welche gemacht, die passen ja auch. Und jetzt für meine Schwester. Und die hatte letztes Wochenende Geburtstag. Und ja, da ist halt nur eine fertig geworden. Aber die habe ich ihr auch feierlich übergeben. Wie gesagt, na ja, gut, Temperaturen geben das ja jetzt eh noch nicht so her. Hier schon mal der Rechte. Genau, ja, es war tatsächlich auch die Rechte. Und ja, genau. Und da muss ich jetzt noch die zweite machen. Es geht, also das ist wirklich ein super schnelles Projekt. Das hast du an einem Tag fertig. Ne? Also das strickt man mit einer, ich stricke die mit einer Achternadel. Dementsprechend ist natürlich auch das Garn. Und ja, das sieht halt am Anfang ziemlich kurios aus, das Teil. Also das ist wirklich mega lang und breit, dieser Puschen. Wie so eine überdimensionale Socke ohne Schaft. Und dann kommt die ja in die Waschmaschine mit Tennisbällen. Und dann kommt, wenn man Glück hat, eine passende Pusche raus. So, und das ist so, ah, das fand ich immer. Ich hoffe halt, dass dann der linke genauso wird, dann wie der rechte. Ne? Das ist natürlich, das kann man ja schlecht so beeinflussen. Ja, genau. Ja, das ist eigentlich so das, was bei mir gerade läuft. Hast du ganz schön viel zu tun. Ja, aber ich mache mir auch keinen Stress. Also deswegen, ich nehme sowas wie mit dem Geburtstagsgeschenk. Ich hätte es geschafft, gar keine Frage. Aber dann hätte ich wirklich sehr, sehr aktiv dran arbeiten müssen, ohne das jetzt als faul zu bezeichnen. Aber ich nehme mir da jetzt immer mehr die Ruhe und die Zeit. Wenn es sich so nicht anfühlt, dass ich sage, ich kriege das jetzt hin, das artet den Stress aus, dann mache ich das nicht und dann nehme ich das mit Humor. Dann habe ich nur eine fertig und präsentiere die ganz stolz und den Lacher hat man dann eh auf seiner Seite. Ne? Und ja, genau. So mache ich das eigentlich mit allen Sachen, wenn ich nähe oder so. Wenn es sich nicht so anfühlt, dass man sagt, okay, da habe ich jetzt Bock drauf, dann mache ich es halt auch nicht, weil dann wird es meistens ja auch nichts. Ja, ich finde das immer so eine Gratwanderung, weil manchmal kommt dann die Lust beim Machen auch. Und dann ärgere ich mich wieder, dass ich hinterher nicht, also dass ich nicht mich schon früher schon mal dran gesetzt habe, weil dann, also ich muss mich manchmal schon überwinden, zu sagen, ich mache das jetzt und dann merke ich, hey, das tut mir total gut. Und dann ärgere ich mich, dass ich es nicht schon früher gemacht habe. Ja, das stimmt, das stimmt. Also deswegen tatsächlich stricke ich sogar mittlerweile dann einfach oder aktuell mehr, weil ich sagen kann, so, wenn ich merke, ah ja, auch irgendwas machen wäre schon ganz schön, aber jetzt unten ins Nähzimmer gehen, ach nee, dann schnappe ich mir eben mein Strickprojekt und dann macht man was, ne? Ja, Strickprojekt, damit fange ich heute auch an mit meinem Dauerbrenner. Also bei mir sind ja Strickprojekte eher so Langzeitdinger. Und jetzt ist es echt schon, ich weiß gar nicht, ich glaube seit Februar habe ich das Tuch Nummer 2 von Rosa P. Ist immer noch in Arbeit. Ehrlicherweise ist es eher ein UFO wahrscheinlich gerade. Wobei, ich war jetzt am Wochenende unterwegs und habe auch gestrickt an diesem Projekt. Ist es dann ein UFO? Ich bin mir nicht sicher, aber es wächst langsam, 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 weil ich jetzt einfach auch den Schwerpunkt nicht so sehr darauf lege und die Reihen inzwischen mit so vielen Maschen sind, dass ich für eine Reihe gut 10 Minuten brauche. Und da fühle ich mich schon schnell. Genau, von daher wächst es sehr, sehr langsam. Es dauert aber eigentlich, also der größte Teil ist schon geschafft. Ich bin jetzt im letzten Abschnitt, im zweiten Rapport, sagt man das so? Wahrscheinlich. Also ich bin in diesem Fake-Zopfmusterabschnitt und habe jetzt einmal den Rapport gestrickt und der muss ja insgesamt dreimal gestrickt werden und ich bin quasi auf der Hälfte im zweiten Teil. Genau. Also nochmal genauso lang jetzt und dann wäre es fertig. Mal sehen, wann ich dann fertig verkündigen kann. Kein Stress, kein Stress. Ja, also. Schlussendlich, jetzt ist es sowieso zu warm für dieses Tuch. Das ist ja eher sowas für den Herbst, so von der Wolle, die ich genommen habe. Von daher, jetzt muss ich mich sowieso nicht stressen. Muss man, finde ich, generell nicht, wenn man irgendwas für sich macht. Also ist doch Quatsch. Ja, na klar, ist das Quatsch. Aber Also. kennst du dieses Gefühl, dass man dann sagt, oh, jetzt will ich es auch endlich mal fertig haben, ne? So, Ja, natürlich. Also ja. vor allem, man will es ja auch,
man ist ja auch davon überzeugt, dass man das haben möchte, ne? Also Ja. man hat ja schon so eine gewisse Vorfreude auch auf das Teil, was man gerade macht, sei es stricken oder nähen, und man möchte es ja auch tragen, ne? Und Ja. dann, aber es gibt halt so oft diesen Punkt, wo man sagt so, boah, jetzt noch das machen? Ach nee. Ja. Ach, lass doch mal eben mindless, weiß ich nicht, eine Leggings runternähen. So, Ja, oder, ne, genau. genau. Und dann schlüpft das eine Projekt dazwischen, das nächste und dann, ja. Ja, genau. Also ich war auch schon kurz davor, meinen Vorsatz für dieses Jahr zu brechen und einfach so ein mindless Pullover-Projekt anzustricken, wo es eigentlich nur auch recht, wo nur vier Vierecke als rechte Maschen genäht, gestrickt werden und dann zusammengenäht am Ende. Und dann dachte ich, nein, wenn ich das mache, dann wird dieses Tuch nie fertig. Also habe ich es nicht getan und habe es jetzt zur Zugfahrt mitgenommen und habe tatsächlich auch ein paar Reihen dran gestrickt. Mal sehen, vielleicht ist der Stein auch wieder gefallen. Aber im Zweifel nehme ich sonst in den Sommerurlaub mit, weil Nähmaschine im Sommerurlaub ist nicht, aber ein Strickprojekt, das müsste gehen. Schauen wir mal. Genau, was schnell fertig werden musste, war tatsächlich ein Kostüm für meine Resetzer, also meine Tochter quasi. Die haben ein Abschiedsfest für die Schulkinder und es wird ein kleines Theaterstück gemimt und meine Tochter ist eine Ampel und alle Eltern haben quasi den Auftrag bekommen, bei der Kostümgestaltung zu unterstützen. Und dann habe ich ihr ein Ampelkostüm genäht, wobei das klingt jetzt dramatischer, als es das war. Ich habe sie in ihren Kleiderschrank geschickt. Ich sage so, such mal ein T-Shirt raus, was dir nicht gefällt. Und bei meiner Tochter ist ein T-Shirt, was ihr nicht gefällt, meistens Unifarben, schwarz oder grau oder so. Und dann kam sie auch mit so einem schwarzen Ding wieder. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das jetzt mit der Ampel? Tun wir jetzt einfach auf dieses schwarze T-Shirt die Ampel, also die rot, gelb und grünen Punkt drauf. Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, dass es irgendwie witzig wäre, wenn der rote Punkt auf dem Kopf wäre. Und dann haben wir noch recht rasch aus schwarzen Stoffresten eine Beanie genäht und dort den roten Punkt quasi drauf. Und der gelbe und der grüne sind jetzt auf Brust und Bauch. Und ja, dann hat sie noch eine Leggings, die ihr nicht gefällt, rausgesucht und dunkelblau. Die Löcher hatte, da haben wir dann noch mit so Bügelbilder. Einmal so ein Polizeihund von Paw Patrol und so ein Fahrrad, Achtung, Fahrradzeichen. Und dann hoffe ich, dass sie als kleine Ampel wiedererkannt wird. So ein Bestimmt, Theaterstück. also in meinem Kopf sieht das, glaube ich, sehr niedlich aus. Ist auch tatsächlich urniedlich. Und ich habe auch ein Foto gemacht und es in unsere Familiengruppe gestellt und gefragt, na, was bin ich? Und dann kam auch schon gleich relativ schnell die Antwort. Eine Ampel? Ja, sehr gut. Test bestanden, genau. Ja, ich bin mal gespannt. Das ist das allererste Mal, dass ja, unser Kind sowas macht und wir als Eltern das angucken dürfen. Also ich glaube, die haben schon mal Theaterstücke gespielt, aber halt immer so für sich. Durch Corona durften die Eltern das da nicht gucken oder nur die Eltern von der Abschiedsklasse quasi oder von dem Abschiedstrupp. Und jetzt ist es das erste Mal, dass alle Eltern gucken können. Von daher, ja, da freue ich mich drauf. Genau, und dann wurde auch wieder ein Baby geboren bei uns im Freundeskreis. Und die schon länger zuhören, die wissen, wenn ein Baby geboren wird und ich keinen Strampler nähe, dann nähe ich eine kleine Wickeltasche nach der Anleitung von DIY-Kajüte von YouTube. Die hat es schon auf dem Weg geschafft, die Wickeltasche, also die ist schon fertig. Und die Mutti hat sich auch gefreut. Da fällt mir ein, jetzt kann ich es auch endlich auf Instagram veröffentlichen. Ich hatte das nicht hochgeladen, weil sie auch mir folgt auf Instagram und dachte, nee, dann sieht sie ja schon, wie ihre Tasche aussieht. Das fällt mir gerade ein. Ach, guck mal, dann kriegt ihr heute Abend noch ein Foto Ja, guck. davon. Und hört es erst am Donnerstag, dass ihr jetzt Sonntagabend noch ein Foto gekriegt habt. Also Genau. Zukunft, Das ist diese Zeitschleife ja, wieder, die. das ist, wir sind hier in so einem Genau, Wurmloch. in so einem ganz kritischen, schwierigen Podcast-Zeitschleifen-Wurmloch. Genau. Ja, und dann ist ja, geht der Dessous-Along zu Ende. Das war jetzt im Mai, Juni ein gemeinsames Nähen. Das ging schon in die zweite Runde, wo wir gemeinsam Wäsche nähen und Bademode, aber auch Nachtwäsche, also
sowas wie Negligés und so ein Kram, also wäre jetzt auch alles, würde alles darunter fallen, also alles, was direkt auf der Haut liegt und als Wäsche oder Bademode erkannt würde. Genau, und da habe ich die beiden Schnitte vom letzten Jahr rausgekramt, den einmal den Don't Get Me Wrong von Yes Honey und den Pralacy von Katrini Lingerie und habe die dieses Jahr nochmal genäht. Ja, der Slip war jetzt nicht das Problem, aber der Pralacy hat letztes Jahr noch nicht so optimal gepasst und da habe ich jetzt ein bisschen geguckt, wie ich das verbessern kann, ob das nur an der Zugstärke der Gummis lag oder ob der Schnitt noch angepasst werden muss. Genau, das Ergebnis seht ihr dann genau am Veröffentlichungstag dieses Podcasts, weil da endet ja auch der Sew-Along von diesem Jahr. Und ja, da könnt ihr es euch dann angucken. Da veröffentliche ich zum ersten Mal zwei Blogbeiträge auf meinem Blog gleichzeitig. Was habe ich mir dabei gedacht? Gar nichts. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Da kommt einmal der Podcast-Blogpost und dann einmal der für den Sew-Along. Sehr gut. Ich wollte da auch mal mitmachen. Also das ist wirklich was ich noch nie so richtig genäht habe. Also klar, mal irgendwie ein Slip oder so. Aber ein BH oder so, das habe ich noch nicht gemacht. Das würde ich echt auch mal gerne machen, weil ja, ich da jetzt auch sagen würde, dass nicht mein Kleiderschrank dahingehend sehr gut ausgestattet ist, dass das richtig gut alles passt. Ja. Ja. Ja, so ging es mir auch nach der Geburt von meinem Kleinen, dass ich das Gefühl hatte, alle BHs, die ich habe, und ich habe eigentlich sehr gerne Bügel-BHs getragen, die drücken mich und die Bügel drücken mir zu sehr hier zur Seite ein. Ja. Und ich möchte das nicht mehr. Und ja, so ist damals die Idee entstanden. Gut, ich tue mal so ein gemeinsames Nähen. Also letztes Jahr mit unseren Göttingern nähen, da haben wir überlegt, was können wir zusammen in unserer Nähgruppe nähen. Und da sind wir auch auf Dessous gekommen und ja, dann auch diese Wortschöpfung kommt auch daher. Ja, und dann hatte ich gefragt, wollen wir dieses Jahr in die zweite Runde gehen? Die unmittelbaren Göttinger hatten jetzt nicht so große Lust, aber die größere Community hatte ja geschrien und dann bin ich auch gespannt, wer jetzt am Ende alles sich beteiligt hat oder... Genau, wie alles fertig wird. Ja, es motiviert ja auch immer, ne, wenn man so ja. Mit mehreren Leuten näht. Ich hatte ja jetzt auch einfach mal so einen Sew-Along gemacht und war total überrascht, wie viele dann doch mitgemacht haben und wie schön das dann einfach ist, dass man dann neue Leute entdeckt, so wo man denkt, warum habe ich dein Profil noch nicht vorher irgendwie mal gesehen, weil du ungefähr in derselben Nische nähst wie ich so. Ja. Und dadurch rückt man dann so ein bisschen zusammen, ne? Oder man kann sich dann nochmal anders austauschen. Das hat mich auch sehr motiviert und gepusht. Und wo ich sage, okay, kann man mal öfter machen. Macht halt einfach Spaß, ne? Ja. Ja, also ich muss sagen, es ist immer sehr aufwendig, auch das zu leiten. Und es geht ja bei mir auch über 2 Monate, weil ich immer denke, ja, die Materialbeschaffung und immer dann mal Zeit hat. Und nichts ist frustrierender, als wenn man Lust hat mitzumachen und dann sind die 4 Wochen rum und man denkt so, Mist, ich habe noch nicht mal angefangen oder ich habe nur das Material gerade und alle sind schon fertig oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, es geht über 2 Monate mit einem kleinen Rahmenprogramm, dass man halt auch immer wieder erinnert wird daran. Gut, aber man kann auch selber sein eigenes Finale vergessen. Ja, das habe ich bei dir gesehen, dass deine Mitnäher dich daran erinnert haben. Finale! Ich habe gedacht so, ach ja, okay, das ist so typisch ich. Ist so völlig, also wirklich völlig verbaselt. Ja, irgendwie, ja, man macht dann irgendwie sowas anderes und dann fällt das so ganz hinten rüber und man denkt dann scrollt man so durch Instagram und denkt so, oh Mist, upsi. Aber da bin ich ja auch, ne, also sowas nehme ich dann halt einfach mit Humor und sage dann, ja. Mein Gott, ne, also wenn ich das verbaselt habe, dann bekommen auch alle anderen in Anführungsstrichen auch nochmal die Chance, ein bisschen länger zu machen und das, also ich halt, würde sowas immer recht offen halten und aber wie du sagtest, ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, so wie viel man dann selber, also nicht leiten muss, sondern
Dann muss ich in den Hashtag gucken, dann gucke ich, wer mich verlinkt hat. Und man möchte das ja auch posten, dass das jeder mitbekommt, weil gerade im Genau. Moment ja bei Instagram das auch echt eine Katastrophe ist, wer was wie sieht und das natürlich auch demotivierend ist. Und ja, das habe ich, also bin ich auch ganz ehrlich, auch ein bisschen unterschätzt. Das war jetzt nicht so, jetzt keine Flut an Bildern oder Beiträgen, aber das ist halt so was, was. Naja, was man irgendwie so ein bisschen im Alltag dann vergisst auch, dass das ja noch dazu kommt, ne, während man Genau. es so macht. Ja, genau. Und deswegen ist Genau. natürlich auch das Finale dann. Naja. Und genau, man möchte ja auch die, die mitmachen, auch würdigen darin, dass sie einen Ja. begleiten auf diesem Weg, ne? Und dann, weiß ich, war zwischendurch auch mal wirklich mindless und habe dann auch einen Post gemacht. Ich sage so, Leute, ich war jetzt 2 Tage nicht online, wenn irgendwie was war. Schreibt mir bitte noch mal eine Nachricht, dass ich das teilen kann. Nicht, ne, weil man weiß ja nicht, der Gegenüber weiß ja nicht, dass man irgendwie gerade zu Hause Stress hatte, ne, Kinder krank oder was. Und denkt dann vielleicht, dass man ihn nicht teilt, weil man es nicht schön findet und nicht gut findet oder wie auch immer findet, ne? Und das fände ich echt, ja, so eine Botschaft will ich auf keinen Fall rüberbringen, weil egal, wer mitmacht, ne, das gehört ja zu so einem Sualong dazu, dass man das eben sichtbar macht, ne? Ja. Ja. Ja, da hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass dann, dass ich dann irgendwie, also dass ich quasi was verpasse, was man mir zukommen lässt oder ich irgendwie verbaselt habe, noch irgendwo reinzugucken. Ja, das war dann so ein bisschen, wo ich gedacht habe, okay, machst du das jetzt richtig? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Ja, ne? Man möchte da ja auch wirklich jeden pushen und mitnehmen und dann auch noch selber ja auch was machen. Ja, aber ich denke, da hat man, also habe ich so ein bisschen so dran gelernt und wird auf jeden Fall nicht das letzte Solo sein. Ja, und dann ist ja Instagram manchmal auch so gemein und zeigt einem das nicht an. Also, obwohl ich den Hashtag abonniert habe zum Beispiel, also meinen eigenen Hashtag, aber wenn jetzt jemand in der Story nur diesen Hashtag benutzt und sonst nichts, dann sehe ich es nicht, Nee, obwohl ich den Hashtag abonniert habe, ne? ich habe auch gar nichts davon von dem Hashtag gesehen. Und dann irgendwann mal habe ich gedacht, kann ja nicht sein. Und dann, ne, in die Suchfunktion reingegangen, so, oh, das ist ja schon in Anführungsstrichen voll. Und dann habe ich auch gedacht, so, ach Mann, ey. Ja, aber das ist dann auch wirklich so ein Werkzeug. Ja, wann benutzt man das mal so in dieser Form? Ne? Also, dass man nicht nur sich selber ja präsentiert, sondern ja auch andere dann so ein bisschen in den Fokus stellt, die dann mitmachen. Das macht man ja sonst eigentlich eher weniger. Da fällt mir gerade ein, da könnte ich diesen Aufruf auch gleich nochmal wiederholen. Es gibt ja auch Zuhörer und Zuhörer, die nicht bei Instagram sind, sondern was weiß ich, bei Facebook oder gar keiner von solchen Plattformen, aber zuhören und sich vielleicht denken, ach, ich habe mitgemacht, so für mich, und vielleicht jetzt doch das Bedürfnis haben zu sagen, ach doch, ich würde doch gerne mich bemerkbar machen, dass ich mitgemacht habe. Der Aufruf gilt weiterhin, dass ihr mir auch quasi eure Werke anonym oder mit Namen, total egal, per E-Mail einfach schickt und dann kommt es mit in den finalen Blogpost quasi von mir, der dann heute, jetzt mal wieder im Wurmloch, der dann heute quasi erscheint. Also kann gerne gemacht werden. Kann ich auch den Blogpost kann ich jederzeit verändern und auch neue Fotos dazu nehmen. Also wer da gerne sein Werk zeigen möchte, das hatte ich ja schon beim letzten Podcast gesagt, der sei da herzlich eingeladen. Ne? Man muss nicht bei man muss nicht bei Meta sein, bei irgendeiner Meta-Firma, Untergrundfirma, um zu partizipieren. Genau. Jenny, was ist denn bei dir so in Planung? Was steht denn so an? Ja, da bin ich ganz ehrlich, die Planung habe ich gemacht für den Podcast. Sonst planst du nicht. Also klar gibt es manchmal so, dass man sagt, okay, irgendwas steht an oder so, dass man sagt, ja, da hätte ich gerne noch was von oder für was. Aber ansonsten bin ich da immer recht spontan. Aber ich weiß auch von mir selber, dass so Planungen gar nicht mal verkehrt sind, damit man nicht irgendwie ja den Wust an Möglichkeiten vor sich hat. Also diesen Stapel an Möglichkeiten, was man alles so machen kann und will und ach und hier noch und da noch.
Deswegen habe ich jetzt bei mir in die Planung geschrieben, dass ich endlich mal meine ganzen gesammelten Zwiebelschalen zum Färben benutze. Ich habe so eine große Papiertüte und habe halt diese trockenen Zwiebelschalen, boah, bestimmt schon ein halbes Jahr oder so gesammelt. Und damit kann man ja super schön halt Wolle färben. Und ich hatte jetzt letztens mal so einfach, weil ich einen Stoff färben wollte und die Färbeflotte aber noch so richtig satt war, habe ich gedacht, ja, okay, die ist jetzt wegzuschütten, ist jetzt auch zu schade. Stoff brauchst du aber auch nicht mehr in der Farbe. Schmeiß da einfach mal Wollknäuel rein. Auch nicht gewickelt oder keine Ahnung, was, einfach mal reingeschmissen. Und das hat so Spaß gemacht, weil im Prinzip ja mit jedem Wollknäuel, was du rausholst, sich die Färbeflotte ja verändert. Dann das nächste, was da reinschmeißt, hast du dann natürlich eine andere Farbnuance. Und ja, das möchte ich jetzt halt mal so ein bisschen aktiver für mich mal angehen. Und dass dann auch jetzt endlich mal die Zwiebelschalen wegkommen. Genau. Das ist das, denke ich mal, das Oberste, was ich machen möchte. Und ansonsten, ich nähe ja auch viel für meinen Mann und da sind so die ein oder anderen Jogginghosen und T-Shirts, die schon so diese, ja, diese Mottenlöcher haben. Also nicht, dass wir Motten haben, aber ne, dass so dieser Stoffbruch entstanden ist und ja, an den ein oder anderen Stellen, klar kann man dann nochmal mit der Nähmaschine drüber nähen, aber das macht es oftmals nicht besser. Also das habe ich jetzt schon oft festgestellt, dass wenn da einmal dieser Stoffbruch drin ist, dann ist der da drin. Und ja, das wäre, glaube ich, mal was, was man dann mal bei der nächsten Wäsche aussortieren kann und dann neu nähen. Ja. Und ansonsten, das musste ich gestern, also wir sind jetzt in der Vergangenheit, wenn der Podcast rauskommt, also gestern am Samstag feststellen, dass auf unseren Sitzbänken immer noch die rohen Schaumstoffplatten liegen und der Stoff, glaube ich, auch schon hier so ein bisschen Staub ansetzt, wofür der eigentlich gedacht ist, nämlich für die Bezüge. Das sollte ich, glaube ich, jetzt auch mal machen. Genau, also dass diese ganzen rechteckigen Bezüge einfach nur nähen, dass dieser Schaumstoff halt einfach umhüllt ist. Genau. Du sagst das mit den Planungen. Ich habe nämlich deswegen auch nicht so viel aufgeschrieben, weil ich dachte, du musst dich ja nicht rechtfertigen, aber ich beim nächsten Podcast. dann muss ich ja, also was da fühle ich mich etwas verpflichtet von meinen Planungen zu erzählen, was daraus geworden ist. Und deswegen habe ich nur eins erstmal aufgeschrieben, auch wenn im Hinterkopf immer noch das große Projekt im Kopf ist, meinen Stoffschrank anzugehen. Von den Stoffen zumindest her, wo ich eigentlich die gekauft habe für ein konkretes Projekt, diese Projekte nun endlich auch mal umzusetzen, unter anderem den Mind-the-Maker-Stoff, der hier schon seit 2 Jahren rumflattert. Aber es ist nicht der einzige Stoff, der schon so lange hier rumflattert. Genau, aber das ist jetzt quasi ein Projekt, das habe ich bei Neuzugängen total vergessen, meinen ganzen Einkauf beim Stoffmarkt. Ach, siehst du, guck mal an. Muss ich dann noch Oh, da ist die Liste länger. spontan ergänzen, muss ich das dann noch? Genau. Ich hatte bei Sister Mag, das ist eine digitale Frauenzeitschrift, kann ich echt nur empfehlen. Also es ist wirklich, es ist jetzt nicht sowas wie Brigitte oder die Barbara heißt es, glaube ich, heutzutage, sondern also es ist schon so in die Richtung Frauenmagazin, aber ich finde es so ein bisschen mehr kulturell und ein bisschen wenn ich jetzt sage intellektueller, dann klingt das so abgehoben, aber so meine ich es gar nicht. Also ich finde es einfach ein bisschen höherwertiger. Also jetzt nicht so, was machen die Stars und Sternchen und welcher Modetrend ist jetzt gerade von Julia Roberts getragen oder so, sondern wirklich, die nehmen sich meistens so ein Thema in ihrem Magazin und dann sind die ganzen Rubriken nach diesem Thema ausgenordet. Also die hatten zum Beispiel schon mal das Thema Hut und dann haben sie quasi eine Hutmacherin vorgestellt und eine Ausstellung, wo es über Hüte ging. Und also so zieht sich das dann durch diese Zeitschrift. Kann man, soweit ich weiß, kostenfrei online abonnieren und dann auch lesen. Ganz, also wirklich sehr, eine tolle Zeitung. Und angefangen hat dann die Mama von den beiden Redakteurinnen,
Die hat immer zu jeder Zeitung ein Titelmodell genäht quasi. Und man konnte am Anfang immer den Schnitt von diesem Titelmodell sich runterladen, aber nur in dieser Größe halt von dem Modell. Und inzwischen, also ich habe denen dann lange irgendwie nicht gefolgt und keine Ahnung. Und dann bin ich über die Nina von Unidesign, die war dort nämlich als Model eingeladen für die Zeitschrift. Die hatte Fotos veröffentlicht. Und dann bin ich irgendwie dort wieder drauf und habe festgestellt, dass die ihr Schnittmuster Portfolio extrem ausgebaut haben und jetzt eben auch Schnittmuster anbieten, die gradiert sind, also die, wo man nicht selber dann rechnen muss von einer Modelgröße 34 auf eine Claudia-Größe 42. genau, und da habe ich ein ganz, ganz tolles Sommerkleid gesehen, das Backless Crepe Dress heißt das, und habe gedacht, das brauche ich für unseren Sommerurlaub an der Ostsee. Das ist genau das, was mir fehlt. Und habe da auf dem Stoffmarkt einen Viskoseleinen dafür gekauft und der soll, also das soll noch vor unserem Sommerurlaub im August entstehen. Ja, das klingt gut. Jetzt hat es aber gerade mein Bügeleisen gekillt und dann wollte ich das losschicken. Also ich habe ja so ein Tchibo-Bügeleisen vor 2 Jahren gekauft und ich bin sehr zufrieden damit, das ist vollkommen ausreichend. Und das hat es aber irgendwie gekillt. Mein Mann wollte es reparieren und es ist für ihn nicht reparabel. Also er meint, da braucht man Ersatzteile. Und ich habe gesehen, dass ich noch Garantie drauf habe und wollte das einschicken. Und das Paket kam letzte Woche wieder zurück. Und ich musste auch noch 20 Euro Auslösegebühr dafür bezahlen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das zu Tchibo kommt, dass die das reparieren. Weil der Leinen natürlich nach dem Waschen, also Viskoseleinen ist schon sehr dankbar, der knittert nicht ganz so doll, aber den muss ich schon nochmal durchbügeln, bevor ich da ein Ja, Kleid draußen nähe, das ist einfach so. Genau, von daher habe ich mir nicht getraut, gar nicht mehr Pläne zu machen. ich wollte gerade sagen, dass das so unterschiedlich ist halt jeder, ne? Also mir tut das dann gut, mal wirklich strukturiert zu sagen, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn, um mich dann einfach nur festzulegen und nicht dann eher zu sagen, oh nee, eigentlich mache ich dann gar nichts. Und bei mir ist das eher so, dass das bei mir dann die Pläne den Druck rausnehmen, als mir Druck geben. Weil ich dann weiß, okay, das könnte ich jetzt mal machen. Und dann mache ich das. Und dann kann ich einen Haken dran machen. Und dann ist das fertig. Und dann kann ich mich auf das nächste konzentrieren. Ja, bei mir ist es eher andersrum. Es macht Druck, aber es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich die Pläne sowieso im Kopf habe. Und wenn ich sie dann noch laut ausspreche, es so verbindlich wird und nicht so, wie du sagst, ne? Ah ja, das könnte ich jetzt machen. Sondern ich denke, ach hey, das muss ich ja auch noch machen. Und schon allein mit diesem Wort muss drin, wird es schon schwierig. Also, Ja, das Worte können da ganz viel verändern, ja. genau. Also muss ich mich auch mal ein bisschen disziplinieren, versuche zu disziplinieren, auch ja mit diesem Podcast, ne, dass ich da gucke, dass ich da meinen Rhythmus habe und mich da nicht versuche, so sehr unter Druck zu setzen. Ja. Aber ich wollte schon zu den Neuzugängen einleiten und da sieht es bei dir sehr charmant schmal aus und dann darf ich quasi eskalieren. Ja, bin ich sehr stolz drauf. Wobei, also nur weil da jetzt ein Teil nur steht, also sprich Sockenwolle, heißt das steht ja jetzt nicht die Anzahl der Komm, Butter Knäuel. bei die Fische. Wie viel Sockenwolle hast du gekauft? Ich habe einen eBay-Kleinanzeiger, Kleinanzeigen-Schnapper gemacht quasi. Ich war von einer Freundin so angefixt von einem Wollknäuel, was sie mit hatte beim Stricken und habe gedacht, so ich brauche bunte Socken. Und ja, dann habe ich halt seine Anzeige gesehen und die hatte halt ja, so in allen Regenbogenfarben, wobei jetzt nicht so dieser klassische Regenbogen, aber ne, ganz viele Farben auf einen Knäuel quasi. Und das sind jetzt, Moment, 8 Knäuele, 100 Gramm, ja. Okay, aber das hast du quasi wie in so einem, da hat jemand seinen Stash quasi verkauft und du Ja, hast, ja, genau. okay. Ja, genau. Also das mache ich tatsächlich sehr gerne. Ja, weil ich halt auch ein bisschen Geld sparen möchte und weil ich mir denke, naja gut, die Sachen sind ja eh da, ne? Dann gucke ich doch mal, ob ich da nicht dann irgendwie was finde. Also ich finde gerade bei Sockenwolle, die Qualität ist ja eh immer eher gleich. Also wenn man zumindest jetzt von
nicht von Handfärbern oder so nimmt. Ne? Deswegen muss ich da jetzt nicht ins Geschäft gehen und mir dann von wen auch immer die entsprechende Wolle holen, sondern kann dann ja auch gucken, was finde ich, was eh schon unterwegs ist. Ja. Ja. Ja, ist ja auch ein schöner, nachhaltiger Gedanke, zu sagen, ich gucke erst mal, was sowieso in den Schränken von anderen schlummert und nicht mehr verarbeitet wird. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, und du hast recht bei Sockenwolle. Gut, jetzt würden alle die Wollfans ausschreien und sagen, nein, da gibt es so tausend Unterschiede. Ja, ihr habt alle recht. Total. Aber der Klassiker ist ja doch irgendein vierfachfädiges oder Vorplei, Ja. sagt man ja Garn, meistens aus irgendeiner Schurwolle mit sehr wahrscheinlich Merino, im sehr hohen Merino-Anteil drinne und einen irgend gearteten Plastikfaden da drin. Genau, die Prozentverteilung ist ja eigentlich fast immer gleich, ne? Ähnlich So, zumindest. ja, genau. Und von daher, das meinen wir damit. Also wir wollen jetzt natürlich nicht sagen, dass keine Ahnung, ein Sockengarn, aus dem Aldi genauso viel wert ist wie ein handgefärbtes Sockengarn, was weiß ich, von der Ja, um Daniela Gottes oder so, Willen. um Gottes Willen. Nee, Aber also gerade die handgefärbten, ne? Also ne? da ist ja, Aber der grundlegende Aufbau des Garns ist ähnlich, deswegen. Ah ja, also können wir demnächst bei dir bunte Socken. Das ja, ich heißt, hoffe. in den Schuhen wird es bei dir bunt, aber am Ja, Körper nicht. nee, genau, richtig. Oder bei Schlafanzügen. Also da eskaliere ich dann ja auch manchmal. Okay. Das ist so. Nee, es gibt so ein Bund, wo ich sage, das geht. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel auf einem schwarzen Shirt was ganz Buntes drauf ist, finde ich das in Ordnung. Aber ich würde halt nie irgendwie ein blaues Shirt, eine rote Hose und eine gelbe Jacke tragen. Ne? Also das ist Ja. halt so, das wird halt gar nicht gehen. Ja. Also ich Ich, auch nicht, aber ich weiß, nein, was du also das ist meinst. jetzt schon, das ist natürlich jetzt schon ein sehr extremes Beispiel, aber ja, also ich habe schon so, dass ich sage, gewisse Farben, wie die so miteinander harmonieren, dass es halt wirklich schön bunt ist, das finde ich schon optisch auch ansprechend. Ne? Aber dann gucke ich halt, dass ich etwas finde, wo es dann nicht so präsent ist. Ne? Also wo ich sage, okay, das trage ich jetzt nicht so vor mir her, doof gesagt. Ne? Also wie so ein T-Shirt oder so, weil Socken sehen nicht viele oder Unterhosen oder der Schlafanzug, ne, das sieht keiner, außer mein Mann, der muss das ertragen. Und ja, da kann man sich dann so mal seinen eigenen, das eigene Dunkel bunt machen. Ja. Ja, genau. Ja, ich habe ein bisschen mehr zugeschlagen wieder. Als erstes hier ist wieder mal eine Border eingezogen und fragt mich, warum. Ich weiß es nicht, ich habe sie einfach gekauft. Also war jetzt nicht, ach, mein einer Kopfhörer, der fällt ja mal raus, entschuldigt dieses Knallen. Es war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, boah, krass, das sind ja die mega krass neuen Schnitte und so. Ich habe mir sie einfach gegönnt. Ich hatte Lust, eine Zeitung. Ich kann mich ja, ich glaube, weil die Tochter gemeint hat, ich habe eine Zeitung verdient und ich so innerlich gedacht habe, ich auch. Und dann haben wir uns beide eine Zeitschrift gekauft. Ich meine und sie ihre und dann waren wir glücklich. So Genau, aber ich muss komme das dann sein. später nochmal zur Border zu sprechen. Von daher da jetzt nur der kurze Ausflug. Also da ist die Ausgabe Juli 2022 bei mir eingezogen. Dann sind Stoffe von der lieben Kathleen, Fabrikara Dresden, also ein Stoff, nicht Stoffe, ein Stoff und verschiedene Falzgummis bei mir eingezogen für den Dessous-Along. Wer unser Live auf Instagram verfolgt hat, der hat weiß, welcher Stoff angekommen ist. Ja, da hat sie mich tatsächlich also weiß nicht, total überzeugt, also von einer Stoffkombi. Und daraus ist jetzt auch ein BH und ein Schlüppi-Set entstanden. Also ja, das wird ganz schön. Und dann habe ich mir noch ein bisschen BH-Zubehör, also diese Ringe und Schieber und so kleine Schleichen, die man so annähen kann, bei Wien 2002 bestellt. Das ist ein österreichischer Online-Shop. Total zu empfehlen. Also einmal kann man da gute Einzelteile bestellen, aber man kann auch so ganze Sets bestellen, wo das dann schon, wo Gummi und
diese Schieber und diese Schleifchen alle schon farblich abgestimmt sind. Das finde ich auch eine total klasse Sache. Und man kann auch Sets bestellen, komplette Sets mit Spitze und diesen ganzen Sachen, wenn man ein BH nähen möchte. Und das quasi, die Sets sind so zusammengestellt, dass es egal ist, welches Schnittmuster man hat, sondern sind dann einfach so Sets mit entsprechend ausreichend viel Spitze und Zusatzmaterial. Und genau, das ist eigentlich ganz, ganz nice. Also wenn man da mal anfangen will und sagt, oh, wo soll ich denn da bestellen? Also Wien 2002 hat mich da echt überzeugt. Genau. Ist jetzt nicht die super modernste Website, aber man findet alles, was man braucht. Dann, das habe ich total vergessen, das muss ich dann noch in meinen Shownotes ergänzen, war ich mit der lieben Sarah aus unserer Göttinger Nähtruppe auf dem Stoffmarkt hier in Göttingen. Und wir haben geshoppt. Unter anderem ein sehr schönes Viskoselein in so, ich würde mal sagen, nee, Terrakotta ist noch so ist zu rötlich. Das ist ein ganz, schon ein rötliches Braun, aber nicht so wie Terrakotta, so leuchtend. Schwer zu beschreiben. Also ein rötliches Braun. Ein Streifenoptik, daraus wird das Kleid, was ich ja vorhin schon genannt habe. Und dann habe ich zwei Nähsets gekauft für zwei Kissen von, jetzt habe ich den Namen vergessen, nicht meine Herzenswelt, aber so ähnlich. Fällt mir bestimmt später wieder ein. Also jedenfalls zwei Nähsets für zwei Kissen. Einmal ein Reh und einmal ein Löwe. Das wird zu unserem nächsten Göttinger Nähtreff im Oktober genäht. Genau. Das kriegen dann die Kinder vom Weihnachtsmann. Also bei uns herrscht ja der Mythos vor, dass ich für den Weihnachtsmann nähen darf, weil der sonst nie hinterherkommt und seine Elfen das auch nie alles schaffen für die ganze Welt. Und dann darf die Mama, weil es ihr so viel Freude macht, auch manchmal für den Weihnachtsmann Aufträge annehmen. Mal gucken, wie lange ich, mal sehen, wie lange ich diesen Mythos durchhalten kann. Genau. Ich habe mir tatsächlich dann auch noch so zwei Unterbrustgummis erworben dort, die ich jetzt gar nicht vernäht habe, weil ich doch eine andere Lösung ausprobiert habe, die ich glaube langfristig besser finde. Ich habe ja jetzt, also ich denke, ich habe einen Standardbusen, würde ich jetzt mal sagen. Oh Gott, ist das jetzt noch jugendfrei? Wahrscheinlich nie. Genau, und häufig, also auf häufigen Seiten, wo Frauen für sich selber nähen, BHs nähen, geht es ja häufig darum, dass sie eben einen sehr großen Busen haben und viel Unterstützung brauchen und das eben durch die Kauf-BHs nicht bekommen. Das ist aber gar nicht mein vorrangiges Problem, habe ich festgestellt, aus dem letzten Jahr und wollte halt dieses Jahr das ein bisschen anders umsetzen und hatte die Gummis nur für den Notfall, falls das nicht funktioniert, gekauft. Genau, aber meins hat funktioniert und von daher habe ich noch diese beiden Gummis jetzt hier rumliegen für spätere Projekte. Also breite Gummis kann man ja auch als Hosenbund zum Beispiel einnähen und nicht bloß als Unterbrustgummi benutzen. Genau, und dann habe ich mir was ganz Exklusives gegönnt, weil ich auch dachte, das gönne ich mir jetzt. Wozu gehe ich eigentlich arbeiten und reiße mir den A auf? Tatsächlich war ich so frustriert von meiner Arbeit. Und ich mache meinen Job eigentlich wirklich super gern. Also wirklich nie falsch verstehen alle da draußen. Ich liebe meinen Job ohne Ende. Aber es gibt so Dinge drumherum, wo man einfach manchmal sagt, das ist mir zu viel, das kann ich nicht. Ich würde mich gern auf mein Kerngeschäft konzentrieren und das geht aber nicht immer. Und Auslöser war meine Steuererklärung, die ich Anfang des Jahres zur Prüfung zum Steuerberater gegeben habe. Und diese Prüfung ist mir um die Ohren geflogen. Ich habe da so viele Fehler gemacht oder vermeintliche Fehler oder was weiß ich. Jedenfalls muss ich das alles nochmal durchgehen und war so frustriert davon, dass ich gesagt habe, jetzt gönne ich mir was. Und ich habe mir einen Nähkurs gegönnt, inklusive Maßschnitt von We Are the Shoemakers. Die Katrin hatte ich ja auch zu Gast zum Podcast-Interview und die hatte letztens mal wieder die macht dann in größeren Abständen immer mal so ein Live-Webinar, wo man teilnehmen kann. Und ja, das hat mich dann so angefixt, dass ich gesagt habe, das gönne ich mir jetzt. Ich gönne mir jetzt meinen Maß-BH-Schnitt quasi. Also für ein Bralett, also jetzt ohne Bügel. Ne? Ich hatte ja schon gesagt, dass mit den Bügeln, dass mich das nicht mehr überzeugt. Genau, da bin ich total gespannt. Ich müsste mich jetzt mal vermessen und die Maße einschicken und dann würde der Maßschnitt dann nämlich hier eingetrudelt kommen. Und dann kann ich anfangen zu nähen. Okay, das ist dann gar kein Workshop, sondern
Im Prinzip bekommst du ein Schnittmuster nach deinen Maßen und dann kannst du dich daran austoben oder wie ist genau. das? Und dieser Workshop besteht darin, dass quasi das, ich habe quasi einen Link zu einer Online-Plattform bekommen. Und auf dieser Online-Plattform sind verschiedene Videos drauf, die man sich quasi, das ist der Online-Workshop dann in Anführungsstrichen, die man sich angucken kann. Einmal, wo drin steht, wie näht man überhaupt diesen BH nach dem Schnitt, ne? Und wie kann man Schnittmusteranpassungen machen? Wie kann man den BH so verändern, also den Schnitt so verändern, dass ein anderes Bralett dabei rauskommt? Also zum Beispiel mit schmalen Trägern oder mit einem breiten Unterbrustgummi, mit einem schmalen Unterbrustgummi. Und auch, wie kann ich das so umändern, dass ich daraus ein Bikini nähen kann? Und das Gleiche gilt für den Slip, den es dazu gibt quasi. Da wird auch in verschiedenen Workshops erklärt, wie man den Slip so ändern kann, dass es einem gefällt quasi. Also ich bin total gespannt darauf. Schön finde ich, dass man so mit seinem Tempo machen kann. Es gibt jede Woche eine Live-Nähsprechstunde oder ein, wo bestimmte Probleme angesprochen werden, also Maßanpassung und so ein Kram. Direkt live mit der Katrin, wo man auch seine Fragen stellen kann oder vorab schon Fotos schicken kann, die sie dann im Rahmen dieser Sprechstunde auch durchspricht. Man kann sie so immer anschreiben und fragen, hier, das funktioniert bei mir nie, was muss ich anders machen? Genau, also da bin ich total gespannt, wie das läuft. Ich werde berichten. Ja, unbedingt. Das war auch nicht ganz billig, muss ich zugeben, aber auf der anderen Seite habe ich mir tatsächlich gedacht, okay, wenn ich wirklich das komplett ausschöpfe, dann ne, mit diesem Maßschnitt, dann brauche ich ja in Zukunft mir kein weiteres BH oder, außer ich will natürlich Bügel-BH nehmen, das ist natürlich was anderes, aber kein weiteres BH oder Slip-Schnittmuster mehr kaufen, sondern ich ändere das quasi dann so ab, wie ich, ne, wenn ich dann denke, High-Waist ist jetzt gerade cool, dann ändere ich das dann so ab, wie ich das brauche. Ne? Es gab auch schon eine Teilnehmerin, die ein Still-BH draus gemacht hat, also auch da gibt es schon ein Tutorial quasi, also ja, ich bin gespannt. Ja, so, kommen wir mal zu unserem Monatsthema, nämlich Nähen gegen den Mainstream. Und du hattest ja schon angedeutet, dass du mehr so in der Gothic-Szene unterwegs bist. Wir hatten in unserem kurzen Vorgespräch festgestellt, dass ich in eine ganz andere Richtung gedacht habe noch, was Nähen gegen den Mainstream, also wenn wir so dieses Label aufmachen quasi, fand ich total witzig, dass wir da in so zwei ganz unterschiedliche Richtungen gedacht haben. Und ja, vielleicht erzählst du ein bisschen was zu deinem Nähen gegen den Mainstream quasi. Erstmal zu deinem persönlichen Teil quasi. Ja, also wo du jetzt gerade das Telefonat genannt hast, also generell sind wir ja nicht in unterschiedliche Richtungen gegangen, sondern in unterschiedlichen Szenen-Nischen, sage ich mal. Ne? Also waren wir ja beide so gesehen oder auch, was heißt beide, also ja auch auf den richtigen Weg. Also bei mir hat das ja mit dem Nähen im Prinzip angefangen. Ja, als Teenie hat man dann sich so ein bisschen so der Gothic-Szene so zugehörig gefühlt oder war davon fasziniert. Und man hatte natürlich nicht das Geld dafür. Also gerade Szene-Klamotten, da kommt ja dann nochmal der extra Szene-Aufschlag drauf, ne? Obwohl das wirklich nur das allerbilligste Pannesamtkleid ist, um es jetzt mal so richtig das Klischee rauszuholen. da hatte ich halt nicht das Geld für. Und das kriege ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau hin. Irgendwann mal habe ich dann den Zugang zu diesem Internet bekommen als Teenie und bin dann da gab es so ein Forum, das nannte sich Natron und Soda. Das gibt es in der Form nicht mehr, sondern das nennt sich, glaube ich, jetzt Nekromanten. Und da ging es im Prinzip auch um das, was mich dann halt so angefixt hat. Also im Prinzip Mädels, also es waren, muss man sagen, einfach hauptsächlich Mädels, die im Prinzip in die Gothic-Richtung gingen und sich selber beholfen haben. Sprich, eben sich dann
mit einfachen Stoffen, das, was man so bekommen hat, da war ja auch noch nicht so die Nähszene so groß, dass man, ich gehe jetzt ins Nähgeschäft und bekomme dann den Jersey. Also da fing es ja schon an. Also da hat Ja. man dann nur diese Klischeestoffe bekommen, wie Pannesamt oder mal ein bisschen Baumwolle, die nicht aussah wie ein Betttuch. Also Ja. ne, war halt einfach nicht so viel da. Und dann hat man halt irgendwie geguckt, ja, wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Da kamen dann wirklich auch so Sachen zustande, dass der eine Lackstoff für den anderen gekauft hat und dann wieder verschickt hat, damit der dann seinen Lack-Mini-Rock nähen konnte. Und ja, also es war super herzlich da. Also fand ich immer sehr, sehr schön. Und da fing das dann halt eben mit den Nähen richtig an. Also, dass ich gerade auch für Festivalbesuche mir Outfits ausgedacht habe. Ich war dann auch sehr interessiert in der Cybergoth-Szene. Das weiß nicht, vielleicht hat das so der ein oder andere mal damals gesehen. Da gab es so eine Welle, so ähnlich wie eine Emo-Welle, gab es dann diese Cybergoth-Welle, die dann entsprechend gab da so gewisse Sachen, die man so, das musste man dann so tragen, damit man dazugehörte. So, also da gab es so eine Art Dresscode. Und auch die Sachen waren halt unheimlich teuer und auch nicht leicht in Deutschland zu bekommen. Es gab halt sehr, sehr viele Sachen, die dann nur über England oder Amerika kamen, was man sich dann halt auch wieder nicht leisten konnte. Also musste man sich behelfen und das dann selber nachnähen mit den Mitteln, die man zur Verfügung hatte. Und ja, so ging das dann halt immer weiter, ne? Dass man dann natürlich auch besser wurde und dann hat man sich ein Korsett genäht und all solche Sachen. Und das fand ich halt super spannend. Und dann war es halt so, ja, dann wird man ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen erwachsen, das klingt so doof, aber ja, dann kommt man so ein bisschen so ins Berufsleben und dann. Klar läuft man noch schwarz rum, aber auch nicht mehr so extrem. Ne? Man dämpft das ein bisschen runter, weil man will ja auch nicht so extrem auffallen. Also das, man fällt ja schon auf, ne? Wenn man so, ich sage jetzt mal so richtig krass als Gothic-Grufti durch die Gegend läuft. Ne? Und dann habe ich auch angefangen tatsächlich, das kann man glaube ich auch ein bisschen so in meinem Feed sehen. Versucht, so ein bisschen ja, Mainstream zu nähen. Ne? Also, dass dann auch mal was Farbiges dazu kam. Natürlich jetzt keine knalligen Farben. Aber da habe ich dann auch ganz schnell gemerkt, nee, das ist zwar ganz schön, ich habe die Klamotten auch noch, so ist das nicht, aber das bin nicht ich. So, das, nee. Und da habe ich dann wieder jetzt angefangen, halt auch wirklich mehr dann wieder jetzt so in Richtung Gothic halt zu nähen. Oder das, was ich für mich interpretiere, ne? Also ich bin da jetzt nicht dahinter, dass man da irgendwelche Regeln beachten muss und du bist nur Gothic, wenn du dann auch noch schwarze Haare hast und geschminkt und schwarze Lippen und ach, keine Ahnung was. Finde ich alles schön, kann man auch alles machen, aber das würde ich dann eher machen, wenn ich eben halt auf Festivals oder feiern gehe, ne? Also in Diskotheken oder so. Da hat man sich dann ja schon entsprechend hübsch gemacht, so. Ja, genau. Und es ist halt dadurch, dass ja, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr das war, so wo auf einmal diese Nähszene völlig explodiert ist. Ne? Also das waren dann natürlich eher so diese Babykleidung, glaube ich. Damit fing das so an, dass dann auf einmal alle wollten so Pumphosen nähen, alle wollten so Babyklamotten und Decken nähen. Und da fing das ja so an, dass auch generell die Verfügbarkeit von Stoffen viel mehr war. Also eine Auswahl. Ne? Also, dass man eben auch mal, wow, auf einmal hat man einen schwarzen Jersey bekommen und man hat gedacht, so, wow, was für Möglichkeiten sich jetzt auf einmal ergeben. Und ja, genau. Aber das ist immer noch so geblieben, dass, ich sag mal, Printstoffe. Die sind halt eben an den, ja, Mainstream angelehnt. Also das, was halt die große Masse fragt. Ja, also Blockstreifen, Sternchen, Herzchen, Karos, um jetzt die ganzen Klischees so zu, oder Blümchen, ja, all solche Sachen. Aber einfach mal
Und da ist jetzt nicht, also meine ich auch wirklich nicht jetzt, klar gibt es Totenkopfstoffe, aber ich möchte ja auch nicht mit, weiß ich nicht, 30 plus mit ganz viel Totenkopfstoffen nur rumlaufen, Ja. ne? Also das ist halt auch nicht das. Es gäbe da so viele Möglichkeiten, wie man mit kleinen Dingen irgendwie einfach einen Stoff bedrucken könnte und man würde erkennen, alles klar, da ist jemand, der ist in diese Richtung gehend, ohne jetzt irgendwie extrem aufzufallen. Das fehlt. Beziehungsweise es fängt jetzt tatsächlich so langsam an, dass es ja ein paar Designer gibt, die gerade so, was diese nordische Mythologie betrifft, sehr viel rausbringen. Ne? Es ist ja auch, muss man ja auch sagen, auch ein kleiner Trend, ne? So durch diverse Serien und Spiele und Filme und was es da so alles gibt, dass das da auf einmal so aufploppt. Was ich aber per se wirklich auch sehr begrüße, weil ich bin schon der Meinung, dass es eine Kaufkraft geben würde, die solche Sachen nimmt. Nur, ja, es glaube ich, hat sich noch keiner so richtig auf die Fahne gesetzt, da sich mal mehr so reinzufuchsen. Ja. Das finde ich halt ein bisschen schade, auch so, ich weiß nicht, wie ich das jetzt betiteln soll, aber so Accessoires, so Tüdelkram, ne? Den man dann so aufnähen, aufplotten, auf was weiß ich, dran pinnen kann, gibt es halt kaum. Ja, ich finde auch, wenn so zum Beispiel jetzt auf deinen Account geht oder auch auf andere von denen, die mir folgen, dass das nochmal eine ganz andere Form von Kreativität ist, die ja da an den Tag legt, Dinge so abzuändern, dass sie dann quasi in dieses Szenebild passen. Ja, also Ja, ich fand also zum Beispiel letztens deine Bauchtasche, dachte ich mir so, da bin ich jetzt mal, du hattest irgendwie geschrieben, ja, oh Gott, ich wollte noch eine Bauchtasche nähen für meinen eigenen Zulong, ne? Und dann dachte ich, bin ich jetzt auch mal gespannt, wie man jetzt eine Bauchtasche, und ich fand das Ergebnis total, also ich weiß nicht, ob ich so kreativ wäre, aber ich fand das Ergebnis total gut und stimmig so zu deinem, ja, zu deinem Stil quasi. Also es ist ja ganz plump gesagt, ne? Nimmst ein Schnittmuster, einen schwarzen Stoff und dann hast du eine Grufti-Kleidung. Ja, Also aber so war es ja dann. Also so ist es ja nicht. genau, so ist es ja nicht, ne? Sondern ja, dann packt man sich halt, das meine ich so mit diesem Tüdelkram, ne? Ich habe ja dann dieses Pentagramm dann da, was ich mir, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe, irgendwo aus den Tiefen des Internets herausgefischt habe. Oder einmal habe ich das auch für einen Rucksack genommen, dann habe ich mir so Bamselohrringe gekauft und dann einfach nur die Öse abgeknipst, damit ich so ein blödes Pentagramm-Ding hatte. Und da habe ich gedacht, Mann, warum gibt's sowas nicht? Ne? Also warum gibt es keinen Shop, der wirklich viel davon hat? Also es gibt viele, es gibt schon mittlerweile was, gerade so auch wenn du auf Etsy oder so guckst, dann gibt es immer mal so einzelne Verkäufer, aber es ist halt super anstrengend, das herauszusuchen. Weil man halt merkt, okay, es ist halt nicht so viel steht nicht so viel zur Verfügung. Und genau. Und auch, klar, du kannst jedes Schnittmuster, ich habe auch ganz viele, ne, von Petit Du und wie sie alle heißen, diese Standardschnittmuster. Das ist ja wirklich das. Nimmst du dann irgendwie einen bestimmten Print oder machst dann nochmal ein bisschen Tüdelkram dran und schon geht es dann halt in diese Richtung. Ne? Noch ein paar Nieten dran oder so. Aber gerade was so szenemäßige Kleidung betrifft, wie da gibt es ja auch, also ich sag mal auch in der Gothic-Szene rutscht auch so ein bisschen diese Fetisch-Szene mit rein. Da wirklich, ja, du kannst nicht einfach irgendwie ein Schnittmuster nehmen und dann nähe ich mir den aus Lackstoff. Das funktioniert halt nicht. Ja, da gibt's, also ich jetzt so spontan wüsste halt nichts. Und ich glaube, dass der amerikanische Markt oder der englische Markt da ein bisschen offener ist. Und das ist, glaube ich, hier noch nicht so angekommen. Und das finde ich schade. Und das muss ja jetzt nicht nur das Gothic sein, das ist ja das, was du so herausgesucht hast, so Richtung Rockabilly oder so. Auch da ist es ja nicht einfach nur gemacht, nähst du dir ein Petticoat,
packst ein Kleid drüber und dann bist du Rockabilly. Also, ne, das ist ja viel zu einfach. Ne? Da gehört ja, wenn man dann da wirklich drin ist in dieser Szene, weiß man ja so, was man gerne hätte oder was es das ausmacht oder was es besonders macht. Und da wird man dann, muss man sich schon anstrengen, dann was zu suchen. Ja, wobei ich denke tatsächlich, so bei meiner Recherche ist für diese Szene fand ich es jetzt nicht so schwer, Dinge zu finden, die einem helfen könnten, das umzusetzen. Nee, das stimmt. Also ja, Also das ich stimmt schon, habe ja. unheimlich viele Schnittmuster gefunden, die einem helfen könnten. Es gibt es gibt auch Stoffshops, wo man sagt, die haben auch mal so einen Retro-Stoff da, Stoff da. Dann denke ich noch, aber das könnte in deinem Fall auch sehr hilfreich sein. Dann denke ich ja noch an solche, also wenn ich mich nicht täusche, wird nächsten Monat die Katja von Stoffen da sein. Und Stoffen ist so ein Stoffladen, wo man sich seinen Stoff selbst bedrucken kann mit einem eigenen Design. Also sie hat auch Designs da, so kann man, ne? Aber man kann auch ein eigenes Design hochladen und dann kriegt man diesen Stoff bedruckt damit. Also ich denke schon, dass wenn man jetzt irgendwas Ausgefallenes haben würde, dass man da rankommt. Aber ich weiß, was du meinst. Der Aufwand ist viel größer, als wenn ich jetzt in meinen nächsten Stoffladen in die Ecke gehe und einfach da mir den Stoff kaufen könnte. Ja. Ja, oder Aber halt eben in diese populären Online-Shops, ne? genau, So, oder ich sag jetzt mal genau. so alles für selber machen oder so. Ja, genau. Da ist dann wirklich so, wenn dann die Halloween-Saison kommt, dann denke ich mir so, ja, jetzt kommt vielleicht was so in die Richtung. Und ja, klar, also ne, gerade so Halloween ist natürlich dann wird man schon mal bedient, was solche Sachen betrifft. Aber ja, auch da ist es halt viel, geht's dann in die eher in die Kinderrichtung. Das ist halt alles sehr niedlich, ne? Also klar, also da kaufe ich mir dann auch mal was, dann wird daraus dann irgendwie eine Jogginghose dann für zu Hause und dann freue ich mich. Oder eben der Schlafanzug, wo dann halt ein lustiger Geist und keine Ahnung, irgendwas noch so drauf ist, so was halt so Halloween-mäßig so passt. Aber ja, genau, das ist es halt einfach nicht, ne? Also, ne, machst du nicht einfach nur alles schwarz machen und dann bist du bedient, sondern ja, da Ja. gehört dann doch noch ein bisschen mehr dazu. Ja, auf jeden Fall. Und viel Kreativität. Genau. Nichtsdestotrotz, ich sehe, dass du auch ein bisschen was rausgesucht hast an Dingen, die schon existieren, quasi, auf die man zurückgreifen könnte, wenn man jetzt denkt, ich habe das gleiche Problem als Zuhörer und Zuhörerin, oder? Ja, genau, richtig. Das ist mir eben halt, das hatte ich ja schon gesagt, so positiv aufgefallen, dass es da jetzt mittlerweile da auch ein paar Leute gibt. Und da ist mir zum Beispiel die Metal-Motte aufgefallen. Die macht sehr, auch sehr, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie jetzt speziell die Designs macht. Da, ne, also da bin ich jetzt nicht so drin, da habe ich mich jetzt nicht so schlau gelesen oder ausgetauscht. Aber die bietet halt viele schöne Stoffe an, die man dann vorbestellen kann. Sie hat oftmals so in regelmäßigen Abständen wie so eine Art offenes Buch, ein Bestellbuch, und dann kann man quasi ihre Designs, die sie dann anbietet, in verschiedenen Stoffqualitäten halt so vorbestellen. Dann werden die wahrscheinlich gedruckt und dann kommen die halt zu dir. Genau. Ja. Und Mountain Merch ist mir auch aufgefallen, da oder auch Puppenstübchenstoffe, da werden viel so diese nordischen Sachen, also diese nordischen Prints und Themen quasi als Stoffdesigns angeboten. Und das finde ich, das geht halt wirklich in die richtige Richtung. Und ich sag mal so, die würden ja nicht existieren oder immer mehr neue Designs rausbringen, wenn es keiner kaufen würde. Ja. Ne? Und das finde ich super, wenn dann wirklich sich da Leute hinsetzen und sagen so, ey, komm, wir machen das jetzt mal und wir bieten das jetzt mal an. Und es wird gekauft, mit Ja. Sicherheit. Wenn da jetzt jemand einen Punkshop aufmacht für Punkstoffe, wie auch immer die auszusehen haben, ne, da sind ja immer die Leute, die dann selber in der Szene sind, die besseren Experten als jetzt ich. Das würde auch gekauft werden. Da bin ich von überzeugt. Du musst nur halt auch entsprechend die Werbung machen, ne? Also, Ja. das ist natürlich wahrscheinlich nicht so ein Selbstläufer, wie wenn du eben diese Standardsachen anbietest. Plus noch vielleicht so einen kleinen Schmankerl oder so.
Ja, wobei ich glaube, ein Selbstläufer ist heutzutage gar nichts Nein, mehr. also Selbstläufer ist Ja. jetzt übertrieben gesagt, aber du hast natürlich eine viel größere Kaufkraft. Ja, auf jeden Ne? Fall. Also ein größeres Ja, Publikum. Ja. genau. Das ist ja immer so, wenn man etwas Besonderes anbietet. Genau, aber Metal Model, die scheint so Eigenproduktion zu machen, ne? Genau wie du sagst. Genau. Ja. Das fand ich so lustig. Sie hat, hat jetzt auch so Stoffe rausgebracht von dem Pen and Paper Spiel. Das ist ja so eine Spielart, wo ein Meister da sitzt, der dann eine Geschichte erzählt, ein Abenteuer, und man sitzt da halt da rum in der Gruppe. Und im Prinzip das ganze Spiel entsteht im Kopf. Also das ist halt, ne, man hat halt irgendwie kein Brettspiel oder so, sondern man denkt sich das dann aus, was gemacht wird. Er gibt so ein bisschen Sachen halt vor. Und die Gruppe erzählt dann, wie sie agiert auf gewisse Sachen. Und dann muss man würfeln und dann passieren Dinge und so. Und wir haben da jetzt vor einem halben Jahr haben wir damit angefangen auch. Und genau in diesem Moment hat sie dann diese Stoffe, ich glaube so einen Monat versetzt, dann diese Stoffe rausgebracht. Und da musste ich Ja. so lachen. So, ich dachte, okay, manchmal ist es auch irgendwie der Zufall dann, ne? Ja. Ja. Auch bei diesem Mountain Merch habe ich gerade mal reingeguckt, ne? Die haben dann so ja so Paneele auch, ne, wo man sagt, man Genau. hat man etwas auffälligeres Motiv, was man irgendwo platzieren kann, Genau. aber auch zu verschiedensten Themen. Und ich sehe auch, also ich sehe jetzt gerade witzigerweise auch Kordelstopper, die so ein bisschen in die Richtung gehen, also wo du sagst, da gibt es dann auch Tüttelkram, ne? Ja, Um genau. das Outfit quasi abzurunden. Ja, richtig. Genau. Und das ist halt, dann, das finde ich halt gut, wenn dann wirklich das jetzt so anfängt. Und ne, wer weiß, wo es ja dann vielleicht so hinführt, wenn sich so ein Ja. paar Leute einfach mal gewagt haben, diesen Sprung zu machen, ne? Ja. Ich habe gar keine Stoffläden rausgesucht, sondern erstmal Schnittmuster-Ersteller quasi. Weil ich habe ja an so Retro-Kleidung gedacht. Also das war so mein erster Gedanke, als wir gesagt haben, wir nehmen das Thema Nähen gegen den Mainstream. Und da habe ich so an Retro-Schnitte und Retro, also deswegen habe ich vor allem auch an Schnitte gedacht, weil Retro-Schnitte ja nochmal anders sind als jetzt die aktuellen. Ne? Wenn jetzt also ein Bleistiftrock aus den 50ern wurde halt damals anders konstruiert, als er vielleicht heute konstruiert wird oder vielleicht auch nicht. Jetzt würde man wieder sagen, ja, ein Bleistiftrock ist immer noch das Gleiche, aber Mensch, Leute, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt so bestimmte Schnitte und bestimmte Schnittführungen, Schnittlinien, die eben typisch sind für so typisches Vintage- oder Retro-Design, wie es häufig genannt wird. Ne? Ja, genau. Und da habe ich mal geguckt und da kommt die Border jetzt auch wieder ins Spiel tatsächlich, weil die Border. Die Zeitung seit einer gewissen Zeit, ich glaube seit letzten Jahr, wo die Jubiläum hatten, in ihrer Ausgabe immer ein Retro-Modell drin hat, also ein Modell, was sie sich raussuchen aus alten Zeitungen von sich. Diesmal eins aus dem Jahr 1961. Das wird dann immer vorgestellt, das alte Modell, und das wird quasi nochmal neu aufgelegt. Ein bisschen anders als das Originalmodell, ne? Es kriegt kriegt einen kleinen modernen Aufhübscher. Genau, also das ist so das Erste, woran ich dann gedacht habe, Mensch, wo kriegt man denn Retro-Schnitte her? Ne? Und das Zweite, woran ich sofort gedacht habe, also mal abgesehen davon, kurze Seite, noch ein kurzer Ausflug, lohnt es sich, wenn man wirklich Schnitte sucht in dieser Richtung, Originalschnitte, 40er, 50er, was auch immer, meinetwegen auch 70er oder 90er, es lohnt sich da immer beim Flohmarkt zu gucken, ob jemand mit Zeitschriften, alten Schnittmusterzeitschriften da ist. Weil dann hat man ja wirklich die Originalschnitte von damals. Problem bei diesen häufig ist auch, dass sie nur in einer bestimmten Gradierung vorliegen. Also jetzt nicht wie wir es jetzt gewohnt sind. Jetzt zum Beispiel bei der Border gibt es einen Abschnitt, da liegt die Gradierung von, ich glaube, jetzt müsste ich lügen, von 34 bis 44 vor. Und dann hat man ja noch einen zweiten Abschnitt. Den Curvy-Bereich oder wie auch immer die das nennen, das ist dann 44 bis Größe 50, glaube ich. Und das ist in den Zeitschriften dann nicht. Wenn man dann ein Modell hat, dann kann das sein, dass es in der Größe 42 davor liegt, ne? Und dann muss man selber gradieren, ne? Das haben also früher unsere Omis und die Omis von den Omis haben selber gradiert, wenn sie was haben wollten. Die standen vor dieser Herausforderung. Und in dem Zusammenhang, also wenn man jetzt nicht selber gradieren will, ist mir dann, also muss ein Name quasi fallen. Das ist der Name Gerti Hirsch.
Die Gerti Hirsch ist eine Schnittmusterdesignerin, die ausschließlich Retro-Schnitte designt. Oder ausschließlich, ich kenne nur Retro-Schnitte von ihr. Häufiger so, da ist immer in diesem Rockabilly-Style, was du sagst, so 50er-Jahre-Roundabout. Und die hat wirklich, die hat ein eigenes Schnittmusterlabel, Charm Patterns heißt er. Die hat Bücher dazu geschrieben. Und die hat auch Kooperationen mit verschiedenen großen Schnittmusterherstellern. Es gibt zum Beispiel bei Butterick eine Abteilung Butterick bei Gerti. Und dann hat man halt quasi Schnitte, die von ihr für Butterick designt worden sind. Oder aber da sind wir dann, ja, aber da sind wir dann ja auch wieder so, kommen die aus Amerika oder England? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, dann sind wir im englischsprachigen Schnittmusterbereich. Genau. Ne? Ja, genau. Also klar. Wobei Butterick, glaube ich, auch übersetzt. Also Butterick ist ja so ein bisschen auch wie Border, ne? Die haben auch deutsche Übersetzungen, ne, von den Anleitungen her. Genau. Ja. Nee, aber das ist halt, klar, wir haben das Internet zur Verfügung. Also du wirst immer irgendwie was finden. Aber da würde ich halt schon mal so sagen, dass man einfach mal so in seinen eigenen Bereich halt guckt, ne? Was haben wir denn hier so zur Verfügung? Ja. Gerade auch, was Sprachbarrieren betrifft. Also da bin ich auch ganz ehrlich, das liest mir halt einfach nicht, das Englische. Ne? Mhm. Und, aber drum nenne ich ja auch Border und drum nenne ich ja, also auch die Gerti Hirsch, weil ihre Bücher sind auch übersetzt worden. Ne? Also jetzt müsste ich liegen, entweder im Top-Verlag oder bei EMF. Also die Bücher sind auf jeden Fall übersetzt. Das heißt, die sprachliche Hürde kann man bei ihr zumindest ganz gut überwinden. Ne? Wo man sie nicht überwinden kann, wo ich aber dachte, das gehört, also das muss auch irgendwie, die beiden müssen auch irgendwie genannt werden, wenn wir über Nähen abseits des Mainstreams sprechen. Es sind zwei YouTuber, das ist einmal die Bernadette Benner und die Abby Cox. Beides Amerikanerinnen, jetzt muss ich lügen, die Bernadette auf jeden Fall, die Abby Cox denke ich auch, ja. Und klar, da hat man die Sprachbarriere, aber ich finde schon rein vom Gucken her, man kann den Ton auch ausmachen. Gerade die Bernadette Benner, die näht quasi im historischen Stil und sie näht halt auch ganz viel per Hand im historischen Stil. Also da sind wir weg quasi von Retro, da sind wir jetzt wirklich ein historisches Kostüm, also wobei sie trägt es im Alltag, also kann man nie von dem Kostüm sprechen. Aber sind wir halt quasi bei historischen Schnittmuster, also Schnitten quasi. Und sie zeigt eben zum Beispiel auch, wie sie ein Korsett näht. Die Abby Cox zeigt das auch, wo sie die Stoffe herbekommt, wo sie so suchen geht quasi, auch im Internet suchen geht. Das ist ziemlich spannend eigentlich. Und da finde ich, muss man jetzt nicht jedes Wort, was sie sagt und jeden Witz, den sie reißt, verstehen. Aber man sieht es ja trotzdem da durch das visuelle Medium, ne? Und dann bin ich aber gestolpert, tatsächlich über was Deutsches, obwohl es Englisch, also mit Patterns Englisch belabelt ist, aber es ist was Deutsches, nämlich Nihil Ninja Patterns. Und die bieten quasi historische Schnittmuster an. Aus den verschiedensten Epochen, so würde man das nennen. Also die haben Mittelalterschnitte, Renaissance-Schritte aus der Tudor-Zeit, aus dem Barock, aus dem Rokoko, aus der Empire-Zeit, Gründerzeit. Dann, die haben auch 20er, 30er, 40er und 50er und Western und Cowboy. Das fand ich ziemlich spannend. Und historische Volkstrachten. Also dazu bieten die Schnitte an. Aber sie haben natürlich, also bestimmte Dinge sind halt mehr vertreten, also sowas wie Rokoko, da gibt es dann wirklich Damen, Herren, Kindern, Kopfbedeckung, Unterwäsche als Untergliederung, also da gibt es ganz, ganz viele Schnittmuster. Und soweit ich das hier sehen kann, alles auf Deutsch. Genau, und da finde ich jetzt zum Beispiel auch für deine Szene, ne? Also wenn man jetzt sagt, wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, ich bin nicht so kreativ im Schnittmuster umpassen, aber ich hätte gern was, ne? Also die Gotik-Szene, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber wenn ich so in Leipzig aufs Goting-Treffen gehe oder das, also mir das angucke quasi, ich ziehe mich da ja nie entsprechend an, dann sieht man ja auch sehr viele historische angelehnte Schnitte. Ne? Also du hattest ja auch gesagt, ne, Corsage oder eine Schnürung. Also wer da sagt, oh Gott, das kann ich mir alles nicht selber ausdenken, das geht gar nicht, wäre vielleicht auch auf dieser Seite etwas, wo er sagt, Mensch,
wenn ich das jetzt eben nicht mit rotem Parmesan, sondern schwarzen Parmesan und ein bisschen also in schwarzer Spitze und schwarzen Seitenbändern umsetze, dann kommt man, glaube ich, eurer Stilrichtung dann wieder sehr nah. Ja, das ist ja auch, also dieses, was du beschreibst, das geht ja dann so in dieses Viktorianische, ne? Dann hat man ja auf dem WGT dieses viktorianische Picknick. Das ist ja auch wirklich, also unabhängig, ob sich jemand für die Szene begeistert oder auskennt, also das sich anzuschauen, was die Leute dann da tragen, ist einfach schon beeindruckend oder ist halt super schön anzuschauen. Ja. Da gibt es tatsächlich auch wirklich recht viele Sachen, die man dann eben teilweise sogar wirklich historisch korrekt, ne, in Anführungsstrichen. Ja. Also wenn du natürlich moderne Stoffe nimmst, ist dann schon wieder die Frage, kann man sich darüber streiten, ob es dann historisch korrekt ist. Aber ja, wo dann eben die Schnittmuster auch so sind, dass sie theoretisch historisch korrekt genäht werden könnten. Ja. Da gibt es tatsächlich auch sehr viel, ja, das stimmt. Ja. Aber ich sag mal, gerade in der Gothic-Szene oder so, gibt es so viele Unternischen, wie ich gerade gesagt habe, so ein Cyber-Goth oder die dann halt entweder wirklich dieses Klischee, alles schwarz, Pannesamt und sehr viel, wie soll ich das sagen, auch sehr, sehr extravagant, ne? Aber dann gibt es halt auch welche, die so ein bisschen freizügiger rumlaufen, ne? Also da gibt es ganz, ganz viele Unterkategorien, ohne jetzt groß was zu benennen, weil ich, wenn man sich da jetzt so nicht mit auskennt, sind das auch nur Vokabeln. Ja. Kann man jetzt erstmal nichts mit anfangen, so, ne? Genau, aber spontan, bei unserem Vorgespräch hatte ich auch gesagt, Mensch, ich habe eher so an Retro, Vintage und historische Kostüme gedacht. Und du hattest dann gesagt, ja, ich denke da eher so an die Gotik-Szene und so. Ich sage, alles klar, gut. Und das fand ich ziemlich spannend. Und da sehe ich, also da war so bei meiner Recherche, wo ich dachte, ach, da könnte es auch eine Überschneidung geben quasi. Ja. Wo sich vielleicht, ne, also wo Schnittmengen sich einfach ergeben, ne? Wie du sagst, es ist dann ein Teil der Szene, der genau diese Schnittmenge hat, auch historisch korrekt zum Beispiel oder historisch angelehnt sein Outfit zu gestalten. Ja, also es gibt ja zum Beispiel auch die Cosplay-Szene, ne? Die sollte auch beachtet werden. Also da gibt es natürlich, also da muss man sagen, gerade auf YouTube auch sehr, sehr viele Tutorials, wie man seine Outfits, seine Kostüme macht. Aber ich hatte auch wirklich so ein bisschen eher daran gedacht, das, was du im Alltag trägst. Ne? Also so eine Turniere oder, ne, dein viktorianisches Kleid, das trägst du jetzt vielleicht nicht, um ins Büro zu gehen. dass du wirklich halt sagst, okay, ich ziehe mich jetzt, ne, so in meinen Alltagsklamotten an, aber habe durch meine Klamotten, die ich anhabe und Accessoires und was auch immer, wirklich dieses Bild, okay, mich erkennt jetzt jemand, der Szene gehörig ist, ich gehöre auch dazu. Ja, ja, genau. Ja, aber da lohnt sich tatsächlich die beiden YouTuber mal sich anzugucken, auch wenn man im Englischen jetzt nicht so mächtig ist, weil die tragen ihre Kleidung im Alltag. Die Abby Cox hat ein Video hochgeladen. Also ich glaube, mit der hat die auch, glaube ich, so viele Abonnenten dann gekriegt. Da beschreibt sie die Zeit, wo sie also jeden Tag quasi Corsage getragen hat, also Korsett getragen hat und was sie für Vor- und Nachteile damit hatte. Und die Bernadette Benner trägt ihre Sachen auch im Alltag. Aber das ist natürlich auch, ja, was weiß ich, was die für Berufe haben, keine Ahnung, ne? Also ob die das vielleicht dann auch besser, ich könnte es jetzt in meinem Alltag jetzt auch nicht so umsetzen und gucke dann auch eher nach so kleinen Dingen, die meinen Stil ausmachen. Ne? Ja. Genau. Ja, da gibt es auch, ich denke, dass sie aus Amerika kommt, Rachel Muskie, also ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, keine Ahnung. Ja. Aber ja, die ist auch so, sie trägt auch wirklich im Alltag so, ja, ich will jetzt nicht sagen so historisch korrekt, aber schon eher so in älteren Zeitalter gesehene Kleidung. Ne? Ja. Aber dann halt eben für den Alltag. So. Ja. Und macht dann halt näht irgendwas nach. Und ich finde sie sehr sympathisch. So. Das gucke ich mir dann auch an. Gewisse Sachen verstehe ich dann ja auch. Ist ja auch wirklich, ne, je mehr man guckt, umso mehr versteht man ja natürlich auch. Ja, der hat einen super Humor.
Ne? Also die ist halt auch so ein bisschen Chaos Queen und aber dann sehr charmant. Da kann man sich natürlich dann auch Inspiration holen. Gar Ja, keine Frage. Ja. ja, ja. Aber ne, wir merken jetzt schon selber beim Erzählen, es spielt sich wenig auf dem deutschen Markt oder deutschsprachigen Markt ab. Es ist dann schon, ne, wenn man in so einer Nische ist, dass man ganz schnell dann auch weltweit unterwegs im Internet und guckt, was machen so die anderen, ne? Genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und dass diese Retroschnitte so viel auf Deutsch auch vorliegen, das hängt einfach auch nur ne, mit Mode zusammen. Es gab ja immer so eine Retro-Vintage-Welle quasi, wo alle so in diese Richtung nähen wollten. Ja, und dann gibt es natürlich Angebot. Ne? Also das ist ja klar. Wenn ich jetzt einen Stoffladen hätte und ich sehe, oh, da kommt so eine Vintage-Welle auf mich los, ne, dann würde ich mich ja auch bemühen, entsprechend Angebot zu haben. Ne? Währenddessen andere Nischen einfach noch nie in der großen Modewelle mit dabei waren. Ne? Oder ja. Und du hast recht, ne? Die Nähszene ist ja explodiert, als viele Mamas angefangen haben, selbst wieder zu nähen. Ne? Als es wieder Trend wurde, für sein Kind selbst zu nähen. Ja. Ja, es hat sich ja auch generell dahingehend dann ja auch noch wieder jetzt verändert, Ja. ne? Also die Mamas haben jetzt die größeren Kinder und jetzt Ja. haben sie Zeit, sich selber zu benähen. Und Ja. das merkt man halt jetzt auch, ne? Ja, Was den genau. Schnittmustermarkt betrifft. Also jetzt auf einmal kannst du professionell eine Jeans nähen. Also das ist ja voll abgefahren, so, Ja. ne? Und das ist halt, Und und du das, hast nicht nur einen Anbieter dafür, ne? ja, Also, genau. Und dann musst du dich auch noch entscheiden. Also, es ist nicht ne, nur wen nehme ich Petit, denn? Ja, genau, richtig. Aber auch das ist halt das, wo ich dann halt auch persönlich Spaß dran habe. Klar muss ich mich ja auch solchen Schnittmustern bedienen und daraus dann eben das dann zu machen, was ich für mich als, ne, als Grufti, als Gothic, als was auch immer, ansehe, das so umzusetzen, zu Ja. interpretieren. Also da, ich mache gerne wirklich so Schau-Shopping. Also sprich, ich gucke mir irgendwelche Online-Shops an, wo eben die entsprechenden Marken in diese Szene hingehend angeboten werden. Und dann schaue ich, okay, das finde ich richtig toll. Kriege ich das umgesetzt? Ne? Mit den Mitteln, die ich so zur Verfügung habe. Da hatte ich ja jetzt zum Beispiel bei meinem So-Along dieses Trägerkleid da gemacht. Und das ist in Anführungsstrichen 1:1 von einem Online-Shop nachgemacht. Ja. Ja, und das finde ich dann, und dann nochmal so ein bisschen was verändert und das macht mir dann halt Spaß, ne? Ja, Das, ja. ja. Ja, Aber aber das wir sind dann sind. halt auch wirklich Sachen, die habe ich irgendwann mal, weil man sie gesehen hat, oh ja, super, ne, wie diesen Plot oder so, dann irgendwie angehäuft, ja, und man nimmt dann so ein bisschen, was man kriegen kann, so ungefähr. Und irgendwann mal ergibt das dann das große Ganze, ne? Ja. Ja, ich glaube, ja, so ist das häufig, ne? So, das, ja. Ja, aber da haben wir eigentlich schon ganz gut über die Hürden und Herausforderungen gesprochen. Ich bin natürlich auch total neugierig, was die Zuhörerinnen und Zuhörer zu diesem Thema Nähen gegen den Mainstream quasi, also wo sie quasi ihre Herausforderung, was deren Nische so ist, ne? Vielleicht haben wir jetzt auch, vielleicht hört jetzt jemand empört zu und sagt, aber meine Nische war doch gar nicht mit dabei. Total gerne. Also erstens, ne, wie vorhin schon gesagt, bei mir melden und dann reden wir über eure Nische. Oder eben gerne auch bei Instagram unter den jeweiligen, ne, also es gibt ja mal den Post zum Podcast, da gerne auch drunter schreiben, hier, das sind noch meine Nischen. Wenn ich dran denke, am Donnerstag mache ich auch eine kleine Umfrage auf Instagram, was so eure Nähnischen sind und eure Hürden, die ihr so erlebt beim Nähen. Ja. Ja, das finde ich auch persönlich super spannend, weil das ist wirklich was mir halt Spaß macht, auch an Instagram oder so. Ja. Dieser Austausch, der dann irgendwie durch Zufall dann entsteht, weil eben einer dich gehört hat und aber mich ja gar nicht kennt und Ja. dann auf mich stößt und, oh, ja, und dann kommt man irgendwie so ins Gespräch. Das finde ich immer schön und dass man dann Ja. merkt so, okay, so klein ist die Welt gar nicht dann. Ne, Genau. also da habe ich halt auch immer super viel Spaß dran. Deswegen wollte ich halt auch eben Gästin werden. Weil ich mir Ja. gedacht habe, komm, einer muss mal laut sein. Jetzt musst
muss doch einer mal sagen, wie das war bei uns. Genau, dein Zulong war ja auch sehr schön zu beobachten. Wird es den denn noch mal geben? Naja, der Hashtag sagt es ja schon quasi, ne? Also ich hoffe 2022 und der nächste Sommer wird kommen. War schon so ein bisschen so So gedacht, naja gedacht. gut, genau. Aber nichtsdestotrotz möchte ich im Oktober noch was starten. Also dann ist es natürlich kein Ja. Sommergoss. Das wäre ein bisschen unpassend, aber passend zu der Saison würde ich da, glaube ich, noch mal was starten. Also ich habe da schon so ein paar Ideen. Und würde aber auch gerne also auch was starten, was mal dann nicht nur die Nischen, sage ich mal, anspricht, sondern vielleicht dann auch den Otto-Normalverbraucher. Otto-Normalnäher. Ja. Genau, ja. Also das ist wirklich so was, das merke ich im Moment, da habe ich halt Spaß dran, weil ja, mein Kleiderschrank ist halt voll. Ist mal ehrlich, ne? Und das Nähen macht mir aber trotzdem Spaß, aber ich mache es halt einfach weniger, weil ich auch nicht mehr so viel brauche. Und durch solche Aktionen, finde ich, kann man dann sich mal wirklich wieder dann fokussieren und sagen, ja, das eine, das mache ich jetzt. Ja. So, was vielleicht auch schon ewig auf der To-Do-Liste stand, aber man das immer wieder wegschiebt, weil man sich denkt, naja, gut, kannst du mal machen und bist vielleicht aber auch nicht so motiviert. Und wenn dann mehrere das dann halt einfach mitmachen zu einem bestimmten Thema, dann wirst du viel mehr gepusht, ne? Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch sehr schön finde, ist, der Hashtag bleibt ja erhalten und dass, wenn jemand zu einem späteren Zeitpunkt dahin kommt und sagt, ich brauche da Inspiration, ne? Genau. Dann kann er den Hashtag aufrufen und die Ergebnisse von den anderen ja immer noch sehen. Und das ist auch was, was ich, also auch dieses Archivieren oder dieser Archivierungsgedanke, den finde ich auch immer noch ganz nice to have. Ja, das stimmt. Ja, genau. Okay, was denkst du? Gibt es noch was zu sagen zu dem Thema? Ansonsten, mir würde jetzt nichts mehr einfallen. Nee, also ich glaube, grob Das, was ist das alles gesagt werden abgehakt. musste, war jetzt Genau, gesagt. So. und richtig. Und ansonsten, wie gesagt, Rock-Nähmaschine bei Instagram, Genau. also Rock-Nähmaschine mit AE. Dann schreibt mich an. Also ich hab da immer Spaß dran auf Ja. Austausch und neue nicht nur Gruftis, Alltag-Punks, Alltags, was auch immer. Ne? Füge deine Nische ein, mit denen sich auszutauschen. Sehr fein. Das finde ich ja sowieso mal schön, wenn der Gast auch noch oder die Gästin in dem Fall noch für Austausch weiterhin zur Verfügung steht. Also wenn ihr euch ganz doll angesprochen fühlt, dann auf zur Jenny oder unter dem Blogpost oder dem Instagram-Post gerne, gerne stoßen wir dort einen Austausch an. Ja, dann kommen wir zu unseren letzten beiden Punkten, Empfehlungen und Termine. Fangen wir mit Empfehlungen an. Und ich freue mich immer riesig, wenn ich nicht die Einzige bin, die Empfehlungen macht, sondern sich die Gästin auch traut, Empfehlungen abzugeben. Deswegen, Jenny, darfst du jetzt anfangen. Ja, auch durch puren Zufall bin ich darauf gestoßen, ne, beim Durchscrollen von Instagram, Flow and Soul Yoga Nähtreff. Das ist im Prinzip ein kleines Treffen, wo es halt ums Nähen und um Yoga geht. Also man hat halt nicht nur einfach einen Raum zur Verfügung zum Nähen, sondern halt auch werden Yoga-Einheiten angeboten. Ich glaube, 4 Stunden am Tag, meine ich. Und das findet im Niederrhein statt, vom 30.09. bis zum 2.10. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon ausgebucht ist. Ich habe mir auf jeden Fall eine Karte gesichert. Das ist dann auch eine Jugendherberge mit Übernachtung. Und ja, ich habe mich da super drüber gefreut, dass es im Prinzip in näherer Umgebung von mir ist. Weil ich so im privaten Umfeld wirklich niemanden habe, der näht. Und da fehlt mir so ein bisschen dann einfach dieser Austausch, dieses über Stoffe klönen und Schnittmuster und hier noch ein bisschen tratschen und ne, das, was wir so ungefähr jetzt gerade machen. Ja. Und ja, da hoffe ich mir so ein bisschen
Anschluss zu finden, wenn man das mal so sagen kann. Ja, genau. Einfach mal dann Leute zu treffen, die auch dieses Hobby halt haben und man sich vielleicht so ein bisschen connecten kann. Genau. Ja, Das das ist ist was so. Feines. Das ist Ja. auf jeden Fall was Feines. Ich war tatsächlich noch nie auf einem Nähtreff. Ich werde wahrscheinlich super aufgeregt sein. Ja. Na da. Nee, wird gut. Weil das ist ja genauso, also genauso wie wir heute im Podcast ja angefangen haben, dass wir sagen, eigentlich kennen wir uns ja gar nicht in echt. So. Aber weil man ein gemeinsames Hobby hat, hat man schon gleich ein Thema, über was man sprechen kann, ohne jetzt in irgendwelche peinlichen Schweigeminuten verfallen zu müssen. Ja, nee, und die beiden Mädels, die das machen, also wie gesagt, die haben das, glaube ich, auch ganz neu auf die Beine gestellt und sind da auch neu dann mit diesem Flow und So auf Instagram. Die machen das super offen. Also wirklich auch schon aufgerufen, gesagt, Leute, wenn eure Nähfreundinnen keine Zeit haben, dann kommt doch einfach alleine. Also, ihr seid ja nicht alleine. Und daraufhin habe ich auch dahin geschrieben, ich sage so, ja, boah, genau das ist es halt, ne? Und deswegen komme ich halt auch alleine, weil ich mir denke, es wird sich ja nichts daran ändern, wenn ich dann immer nur in meinem Nähzimmer alleine bleibe, ne? Also, ist man ja ganz ehrlich so. Und die organisieren da wirklich auch, die haben dann Umfragen gemacht, wer wie anreist und ob man dann Fahrgemeinschaften bilden kann und wer mit der Bahn kommt, weil, ne, ist ja im Moment halt 9-Euro-Ticket und so ein Kram, die dann abgeholt werden mit vom Bahnhof, dass da keiner irgendwie seine Nähmaschine und noch seine Yoga-Sachen dann da hinschleppen muss und gewisse Sachen auch zur Verfügung stellen. Also, das ist mir positiv quasi aufgefallen. Also fand ich ziemlich schön, wie die da sich so reinhängen, ne? Jetzt machen sie da auf Instagram im Prinzip so Vergleichvideos, was Yoga-Übungen mit Nähen zu tun hat. Und dann, ne, was, und dann siehst du halt so eine Yoga-Übung und daneben dann halt, wie jemand zuschneidet. Und das kommt dann sieht dann ähnlich aus wie diese Yoga-Übung. Also ja, mit sehr viel Liebe gemacht. Also das fand ich sehr schön. Ja. Klingt gut. Klingt gut. Genau. Ja, und ansonsten an Empfehlungen, das ist immer so ein bisschen so mein Seelenbalsam, dieser Podcast oder dieses Instagram-Profil, wieder wilder werden. Das ist jetzt wirklich mal ganz weg halt vom Nähen, aber es geht halt so das, was ich zu Anfang ja gesagt habe, dieses Natural Journaling und Thema Achtsamkeit und Naturverbindungen, aber halt auf eine schöne Art so. Also im Sinne von, ja, du musst nicht unbedingt einen Baum kuscheln, damit du naturverbunden bist. Ne? Wenn das nicht dein Ding ist, dann mach es nicht so. Aber geh raus, ne? Geh nach draußen, entdecke die Welt so in die Richtung. Und das macht sie sehr charmant. Also sie kommt aus Berlin und ja, da wird man jetzt vielleicht nicht direkt an Wildnis und was weiß ich denken. Aber genau das macht sie, ne? Darauf macht sie aufmerksam. Also alles, was draußen ist, ist halt Natur. Alles, was wächst und so, ist Wildnis. Und man muss halt nur genauer hinschauen. Und ja, wirklich doof gesagt, gab halt eine blöde Zeit so bei mir und die hat mir dann da so ein bisschen, ja, mich angespornt, rauszugehen und hat jetzt für mich ein Werkzeug dadurch dann gegeben, mich dann auch dann wieder so, ja, mehr rauszugehen, mich wieder aktiv zu bewegen und Sachen zu entdecken, wieder neugierig zu sein. Ja. Ohne eben dieses Klischee zu bedienen, ne? Ich muss einen Baum kuscheln, ich muss barfuß laufen, ich muss nur Wiese essen, ne? Also so, um wirklich diese ganzen Klischees rauszuholen, so, ne? Also das ist es halt ja nicht, sondern mach das, was dir entspricht und dann ist das gut. Na, dann ist das das, dann hast du das verstanden, was dir gut tut. Ja. Ich habe auch zwei Empfehlungen rausgesucht. Die erste Empfehlung ist das Textilportal, was ja auch ein Podcast, ich glaube, den Podcast hatte ich schon mal empfohlen quasi, ist ja eine Website textilportal.net. Und die haben eine Aktion ausgerufen, Hashtag mein Lieblingsladen, und haben da auf ihrem Blog eine Linkparty und für Instagramer halt diesen Hashtag. Und dann kann man quasi sein Lieblings-Textilprodukt
Tüdelstoffladen, wie auch immer, oder auch Online-Shop vorstellen auf seinem Blog oder auf seinem Instagram-Profil und sich da verlinken. Und deren Anliegen ist quasi, so diese Szene, die Ladenszene auch wieder ein bisschen, ja, zu beleben, und das eben wie so eine Art, auch das meinte ich auch mit Archivieren, ne, dass wie so eine Art Überblick entsteht, was gibt es überall, und wenn jemand was in seiner Nähe sucht und vielleicht auch dann was findet und sagt, Mensch, ach, der Laden, der ist mir noch gar nicht aufgefallen, oder ich bin jetzt neu umgezogen, ne, so hatte ich es ja vor 2 Jahren, was gibt es denn hier überhaupt? Das fand ich irgendwie ganz nice. Die Stricker haben das schon eine Weile, da gibt es so eine Aktion, Visit Your Lys. Lys für Lieblingsjahn-Store. Und ich habe immer gedacht, das fehlt eigentlich so für den Stoffladen. Und das hat jetzt quasi Textilportal auf den Weg gebracht. Ich hoffe, das nutzen einige. Da will ich mal reinschauen. Also das kenne ich noch gar nicht. Also Klingt noch ist es, interessant. also Textilportal ist überhaupt sehr empfehlenswert, insgesamt die Seite und der Podcast natürlich auch. Und genau, und jetzt haben die eben da so eine Linkparty gestartet. Und die zweite Empfehlung ist, dass im Juli, das genaue Startdatum steht noch gar nicht fest. Ich hatte aber den Ankündigungspost gesehen bei Fina. Also ich folge ich weiß gar nicht, ob sie ihren Klarnamen genannt haben will. Also jedenfalls Fina von Finas Ideen. Die kommt ja aus dem schönen Büdingen. Das ist in der Nähe von meinem Bruder, und deswegen war ich schon mal bei ihr, bin ich schon mal bei ihren Laden aus Versehen reingestolpert, ohne zu wissen. Und die wird im Juli einen Podcast rausbringen. Verflixt und zugenäht wird er heißen. Wir sind gespannt, was kommt. Aber wer quasi auf einen neuen Näh-Podcast hofft, dann folgt der Fina von Finas Ideen. Die hat noch jemand zweiten mit dabei, der mir unbekannt ist. Oder von daher, ja, nur quasi diese Ankündigung mit euch geteilt quasi. Bin ich gespannt, was da im Juli startet. Mein Näh-Podcast ist ja auch so eine Nische. Wenn wir schon über Ja, das Nischen stimmt. sprechen. Ja, stimmt. Ja, also Stricken ist da mehr, ne? Stricken So. ist also Also gefühlt generell unendlich viele. auch auf YouTube. Ja. Also wo ich mir immer so frage, ja, warum nicht auch beim Nähen? Also Ja, also es gibt Link. vielleicht weil es so ortsgebunden ist. Keine Ahnung. Also, ne, weißt du, was ich meine? Also man sitzt ja im Prinzip an einer Maschine, so, also Ja. vielleicht, dass da dann die Barriere irgendwie so ist. Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Ich glaube, wir hatten halt ganz lange einen großen Player mit der Muriel von Nahtzugabe. Und ich glaube, wir Näher sind eher so genügsam, und es reicht uns dann, ne? So. Und dann kamen so zwei, die das eher kommerzialisieren. Ist das das richtige Wort? Ja. Nämlich die Elle Puls und die Maike von Crafteln, ne, die ja quasi schlussendlich ihr ganzes Programm ja über diesen Podcast bewerben. Ja, so ein Plauderformat, wie wir es jetzt hier machen, gab es gar nicht. Es gab mal eine YouTuberin, die angefangen hat, aber nicht weitergemacht hat. Also stirbt halt auch immer mal wieder, ne? Genau. Es gibt so ähnliche Podcasts, also von Schnittduett gab es ja auch einen Podcast. Da kommt ja nichts Neues gerade. Also von daher. Der Markt ist noch groß. Jetzt kommt natürlich mit der Fina, ähnlich wie mit Schnittduett, ja jemand, der schon durch Schnittmusterherstellung bekannt ist. Ich bin mal gespannt, ob es auch wieder so was Kommerzielles wird, dass man eigentlich das nutzt, um seine eigene Firma, was ja, also ich will das gar nie schlecht reden, oder ob es was frei von der Socke wird, sage ich jetzt einfach mal so, weil man Bock drauf hat. Bin ich Da bin ich gespannt. gespannt drauf. Genau. Und die ist frei von der Socke, und ich habe Bock drauf. Das hätte ich gern auch noch ein paar mehr. Vielleicht hast du mich ja jetzt angefixt. Ich hatte da auch nicht mal so einen Gedankengang, weil mich das auch ja, gestört hat. Wirklich so, ne? Dass man da nichts so hat, so zum Hören. Ja. Und ich finde, gerade beim Nähen kann man so schlecht parallel, also ich kann schlecht parallel Serien gucken, aber ich habe jetzt letztens beim Podcast von Kurz gestreift, sind ja auch zwei, die in der Pandemie angefangen haben, Podcasts zu machen. Die hatten jetzt letztens gemeint, dass sie irgendwelche alten Serien, die sie schon kennen, halt parallel dazu suchten zum Nähen. Okay. Ja, ich gucke immer Gilmore Girls jetzt. Ja, genau. Also die eine hat auch gesagt, sie hat irgendwie jetzt. Für die neue Staffel Stranger Things hat sie die alten halt nochmal durchgeguckt, parallel beim Nähen, weil sie kannte sie ja schon. Genau, also so.
Genau, Gilmore Girls bin ich auch gerade durch. Also nee, gerade ist falsch. Ich bin gerade auch mit Friends durch wieder. Gilmore Girls war davor. Und jetzt müssen wir erstmal die neuen Serien, die, also ich gucke gerne Working Moms auf Netflix, da gibt es jetzt eine neue Staffel und bei Better Call Saul gibt es auch eine neue Staffel. Also jetzt müssen wir erstmal den neuen Kram wieder gucken. Oder dürfen. Genau. Ja, dann kommen wir zu unserer letzten Rubrik, nämlich Termine. Und du hast auch einen Termin rausgesucht. Oh ja, jetzt muss ich mal eben selber gucken. Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Und zwar, ja, hat mich das sofort angesprochen, weil mein Feed ja im Prinzip auch nur aus Flatlays besteht. Das war auch so meine kleine Barriere, warum, wieso, weshalb ich meine Sachen nie so gezeigt habe. Weil ich immer das Gefühl hatte, dass die Accounts, die sich dann auch wirklich mit Gesicht zeigen und alles schön präsentieren und posen und keine Ahnung was, natürlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als jemand, der einfach nur seine Sachen auf der Puppe oder so präsentiert oder, Ja. ne? Und das hat mich immer so genervt. Und also ich fand es halt selber auch persönlich nicht so ästhetisch, immer nur alles auf der Puppe, die ja dann auch teilweise nicht deinem Körper entspricht, zu zeigen. Und dann bin ich auf diese Flatlays gekommen. Von, ich glaube, Moritz Werk, genau, hat, glaube ich, da mal mit angefangen und mich voll mitgenommen. Und ich glaube, ich habe das dann mehr durchgezogen als sie. So fand ich ziemlich witzig. Und jetzt macht Lisa Tihani, ich glaube, so wird sie ausgesprochen, eine Flatlay Challenge. Im Prinzip meldest du dich an. Und das ist so wie so eine Art kostenloses Webinar. Du hast halt drei Flatlay-Aufgaben. Ich weiß jetzt nicht, wie die jetzt aufgebaut sind. Wahrscheinlich sind das irgendwie Themen oder so, die man dann so darstellen muss. Und ja, kommt dann da halt so ein bisschen Infos, wie man das halt alles schön gestalten kann, ne? Also jetzt einfach nur die Klamotte oder was auch immer man präsentieren möchte, einfach nur auf den Boden schmeißen, damit ist es ja nicht getan, ne? Also man muss es ja schon ein bisschen ästhetisch präsentieren, dass es halt fürs Auge angenehm ist, ne? Und ich denke mal, so in diese Richtung wird es wahrscheinlich bei ihr gehen in diesem Webinar. Also werde ich mich jetzt auch anmelden. Es geht vom 4. bis zum 7. Juli. Und ja, ich denke, ausbauen kann man ja immer. Ne? Ja, Ja, das fand die ich sehr Lisa spannend. macht ja ganz doll viel zu diesem ganzen Thema, wie kann ich das gut fotografieren, was ich handwerklich selber gemacht habe, quasi. Die hat ja auch so Fotokurse und so ein Kram, ne? Also genau, macht das sehr sympathisch und man kann jeden Freitag, also man kann quasi immer, wenn man ein Foto hochlegt, das mit einem bestimmten Hashtag, ach, wie heißt der denn? Freitagsfeedback oder irgendwie sowas, findet man raus, wenn man auf ihren Account geht. Und dann, sie pickt sich jeden Freitag ein Foto aus diesem Hashtag raus und gibt Verbesserungsvorschläge. Ah, okay, das kann ich noch. Also, das ist wirklich so das, was mich manchmal so ärgert jetzt im Moment bei Instagram. Ich habe sie abonniert, dann ist es, ne, dann wird dir das einfach nicht mehr angezeigt und dann gibt es ja die Suchfunktion und da wird ja dir alles angezeigt und dann kannst du ja da so ein bisschen durchscrollen. Und da bin ich darüber aufgestoßen, also dran gekommen und denke mir so, Mann, also die hat ja wirklich immer nette Sachen gemacht, auch so dieses, gerade so Thema Fotos, wie ich was präsentiere, ohne dass ich jetzt ein High-End-Equipment haben muss. Ne? Durch kleine Kniffe, durch kleine Tipps und Tricks. Und das, weil, sind wir mal ganz ehrlich, du kannst eine High-End-Kamera haben und am Ende guckst du dir das Bild nur auf so einem kleinen Handy an. Ne? Also macht ja auch keinen Sinn. Ne? Das ist ja eigentlich auch Perlen vor der Säue. Ne? Und ja. Ja, genau. Aber da bietet sie eigentlich, genau, Fotofeedback habe ich jetzt gerade nochmal geguckt. Also wenn man auf ihrem Profil bei Instagram geht, hat sie dort auch ein Highlight, ein Story-Highlight, wo es wahrscheinlich nochmal erklärt ist, Ah, okay, ja. wie man bei diesem Freitagsfoto-Feedback mit teilnehmen kann. Aber ich gucke es mir so total gerne an. Freitags gehe ich ja tatsächlich in ihre Stories ganz bewusst, um das mir anzugucken, weil da lernt man ja schon, also auch
durch das, was sie zeigt, also ne, durch die Fehler der anderen lerne ich ja quasi auch für mich so ein bisschen. Ja, genau. Ja, ich habe auch zwei Termine habe ich für euch diesmal rausgesucht. Das eine ist ein Socken-Knit-Along, der geht vom 1.7. bis zum 15. August, der Rose Gold Pakakakal. Also die Rose Gold Socken sind Socken von der lieben Bettina Wenko unter dem Namen The Knitting Me. Und dieses Pakakal setzt sich aus den Veranstaltern dieses Knit-Alongs zusammen, nämlich P für Polly McLaren. Also alle Stricker werden quasi die Accounts jetzt gleich alle kennen. Das sind riesengroße, also sind große, große Strick-Accounts. Polly McLaren. Dann A für die Alice von Brezelbutter. K für die Kati von Knit-Kati 412. Und A für die Anna von Annalein Werkelt. Das sind alles ziemlich große Strick-Accounts, also ja, genau. Die machen gemeinsam ein Knit-Along tatsächlich mit solchen Lace-Socken, wo du sagst, ne, nee, das wäre mir zu schade. Aber wer das gerne möchte und sehr passend ja auch im Sommer sehr luftige Socken stricken möchte und sagt, so ein Knit-Along ist ja immer auch gut, wenn man sagt, ich traue mich mal zum ersten Mal an eine Anleitung ran oder zum ersten Mal an ein neues Muster, weil man hat etlich viele Leute, die mitmachen, die das blind und bei 40 Fieber stricken und die man dann ganz entspannt fragen kann, wie war das hier gleich nochmal, wie läuft das? Also kann ich nur empfehlen. Ja, vielleicht gucke ich dann da auch mal rein. Also ich habe mal bei so einem Knit-Along auch von relativ groß mitgemacht, da hat damals die Handfärberin Rock de Wool und Pearl & Knit, die hatten so eine Sonderfärbung gemacht und dann hatte die Miss Paradee, das ist auch eine Handfärberin und die macht auch so über den 3D-Drucker so Strickschalen quasi. Die hatte dann so Knit-Along für ein spezielles Tuch, was genau für diese beiden Stränge gut umzusetzen war. Und ich war so eine absolute Anfängerin, ich hatte noch nie ein Dreieckstuch gestrickt, in meinem ganzen Leben noch nie. Und es war so süß, weil ich habe dann immer unter den Hashtag unter einen neuen Post geschrieben, ja, hier, ich komme mit dem Anfang schon nicht klar. Was muss ich bei YouTube eingeben, damit ich ein passendes Video dazu finde? So, ne? So. Also es war auch eine englische Anleitung tatsächlich, sodass es mir manchmal auch unklar war, wie heißt jetzt diese Technik? Und dann haben die mir gesagt, gib mal bei YouTube das ein und Silvi Rasch und dann findest du das. Ich so, alles klar, gut. Also deswegen, also wenn man sich an, also ich finde ja gerade so Knit-Alongs, wenn man sich an was Neues traut, die Stricker sind sehr hilfsbereit untereinander. Und dann habe ich noch bei dem Account von Lalili Herzilein gesehen, dass noch bis zum 30. Juni, das wusste ich gar nicht, der Adventskalender von So Unity, oh Mann, mein Englisch, aus dem letzten Jahr vernäht wird quasi. Also alle, die den hatten, diesen Adventskalender und Schnitte aus diesem Adventskalender vernähen oder eine Anregung brauchen, die zu vernähen. Die scheinen schon seit Anfang des Jahres fleißig zu nähen. Ich habe das gar nicht, das ist auch sowas, was ich erst jetzt später mitgekriegt habe. Also wer da noch den Adventskalender hat und denkt, oh ja, ich müsste auch mal ran, der hätte jetzt noch bis, ach so, 30.06., aber da kommt ja unser Podcast raus. Ja, da hat man ja gar keine Zeit mehr, ne? Oh. Ist doch egal. Leute, das tut mir leid, aber das wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit 30.06., irgendwie 30.07. eben vor meinem inneren Auge gehabt und nicht den 30.06. Und jetzt, Leute. Na gut, also ihr habt noch genau einen Tag Zeit, wenn ihr heute Morgen hört, heute Abend noch was zu nähen und online zu stellen. Aber macht euch keinen Stress, macht euch keinen Stress. Genau. Oh Mann, ihr Lieben, ihr seht, also man weiß ja auch bloß ein Mensch, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, weil das ist nämlich auch unter dem Hashtag SoUnity Adventskalender 2021, ich könnte mir vorstellen, dass es für den nächsten Adventskalender wieder stattfindet. Dann seid ihr besser vorbereitet. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, wenn ihr den dann jetzt für dieses Jahr abonniert, dann könnt ihr nächstes Jahr dann noch teilnehmen. Und meistens muss man dann ja auch schon so zeitig kaufen. Also das fängt bestimmt bald wieder an, dass man, Adventskalender kaufen kann. Ich habe schon die ersten gesehen. Ich glaube, ich glaube sogar tatsächlich von den Namen, die ich genannt habe, was die Stoffe da. Ja, gibt es auch schon Adventskalender-Vorbestellungen. Ich will jetzt nicht sagen, welcher, weil ich es gerade echt nicht weiß, welcher das war, aber. Ja, aber ich bin da auch nicht so drin. Also Adventskalender, es ist alles gerechtfertigt mit den Preisen und so. Gar keine Frage.
aber ich habe das Geld nicht. Ja, ja, Das ja. habe ich einfach Ja, nicht. Ja. ja. Kann ich total nachvollziehen. Letztes Jahr hatte ich da so einen Aufruf, als ich gemerkt habe, oh, die großen Player fangen an, so, ne, so Unity ist ja einer von diesen großen Playern, The Couture und so Kram, die machen ja alle Adventskalender. Als ich gemerkt habe, oh, die fangen an, so Aufrufe zu starten hier, das sind, meistens kann man die jetzt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nur bestellen. Da habe ich dann auch mal in der Community rumgefragt, hier, gibt es Adventskalender, die ich noch nicht gesehen habe, und habe dann letztes Jahr dann auch mal so eine Zusammenfassung von denen gemacht. Und fand dann ganz charmant eigentlich diese ganzen Label-Adventskalender, die habe ich da letztes Jahr verpasst, ne, wo man dann einfach nur so kleines Label hat zum Auspacken, wo man nicht gleich so viele Meter Stoff hat. Ja. Genau. Mal gucken, ob ich das dieses Jahr, wenn ich es nicht verpasse, werde ich es dieses Jahr wieder anbieten für den Podcast, dass die Leute, die gerne sich einen Adventskalender gönnen wollen, da nichts verpassen. Okay. Ich hatte ja bis vor ganz kurzem noch, also beim letzten Podcast, der in diesem Format quasi gestartet ist, die Abschiedskategorie eingeführt und hatte diesmal überlegt, mache ich das noch einmal? Tatsächlich hat sich nämlich zwischendrin ein Stoffladen verabschiedet, wo ich jetzt eher Sonderfolgen veröffentlicht habe, der mir sehr am Herzen lag, das ist nämlich Juni Design. Und das ist echt sehr traurig, dass die nicht mehr geben wird. Die Nina will sich neu orientieren. Sie hat es angedeutet, aber ich kenne sie ja nicht persönlich, kenne jetzt die ganzen Hintergründe nicht, ne? Ja, also wieder ein relativ großer Player am Markt, würde ich sagen, der seine Pforten schließt oder schon geschlossen hat. Also den gibt es schon nicht mehr, den Online-Shop, und auch ihre Schnittmuster nicht mehr. Da gab es kurz vorher noch mal so eine Bestellung, wer möchte noch schnell Schnittmuster haben, und dann war es vorbei. Aus und vorbei. Ich bin gespannt, was die Corona-Krise und überhaupt die Nähszene-Krise noch so mit sich bringt. Ja. Manchmal ist das so, Jenny, du hast ja auch gesagt, ne, das ist gewachsen wie so verrückt, und dann manchmal platzt seine Blase dann auch ganz schnell. Ja, das stimmt. Ja, und dann stehen wir wieder da und können nur, wie hast du gesagt, den billigen Pannesamt und den blöden Baumwollstoff. Ja, ich glaube, so weit wird es nicht fallen, aber Also ich hoffe nicht, ne? Also, aber nee. ja, es ist halt, mochte halt diese kleinen Online-Shops halt sehr gerne. Im Vergleich zu den großen Playern, du hattest ja vorhin schon ein paar genannt, für sowas wie Alles für Selbermacher, Makerist und Co. Fand ich immer so diese kleinen Online-Shops, genau. Wer jetzt sagt, was, die sind zu, ich wusste das bisher noch nicht, wo kriege ich denn jetzt die schönen nachhaltigen Stoffe her? Ich glaube, bei Hello Heidi Fabrics heißt es, glaube ich. Die hat auch immer also die hat ein ähnliches Programm, das ist eine Schweizerin, ähnliches Programm wie die Nina, auf Lager quasi. Ja, jetzt müssen wir die am Leben halten, sonst haben wir dann wirklich langsam niemanden mehr, der Meat Milk, Mind the Maker, Nana Patterns und so Kram anbietet. Genau. Für meine Nische quasi, Jenny. Ja, genau. Jeder hat so seine Nische, ne? Genau. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du heute meine Gästin warst, und vielen herzlichen Dank, dass du dich damals spontan bei mir gemeldet hast. Ja, auch vielen Dank, dass du das so offen angenommen hast, ne? Also, da hat man ja doch manchmal dann so eine Barriere, dass man denkt so, naja, gut, mich kennt ja keiner und du auch nicht. Ne, Aber mich also. kennt doch auch keiner, Jenny, also jetzt Ja, so kennen wir uns, ja. lernen wir uns jetzt alle kennen. So lernen wir uns alle nacheinander kennen. Und Genau. du bist auch herzlich wieder eingeladen, weil, wenn ich mich an unsere E-Mail-Austausch erinnere, da war nicht nur ein, also wir haben uns jetzt für dieses eine Thema entschieden und da Ja, standen das noch ein stimmt. paar andere Themen auf der Liste. Also ich lade dich herzlich ein, auch wieder Gästin bei mir zu sein. Ja, ich glaube, du hast mich angefixt. Also, das sind ja auch wirklich Themen, so die. Ja, die beschäftigen mich halt, ne? Also Ja. das sind so Sachen, wo ich auch verbrenne dann so. Ja, Ja, ja. genau. Ja, also sehr, sehr, sehr gerne. Es gab ja schon den einen oder anderen Wiederholungstäter oder die Wiederholungstäterin in meinem Podcast, und ich mag das sehr gerne. Und ich glaube, auch für die Zuhörer ist das schön, auch mal einen Gast wiederzuhören und zu gucken, wie geht's dem, wie ist es bei dem weitergegangen, was sind die aktuellen Projekte. Also ich glaube, dass das auch was Schönes ist, wenn man nicht immer nur neuen Input, neu, neu, neu und alles immer neu, sondern wenn auch manches ein bisschen, ja, Kontinuität hat. Und ja, also du bist herzlich wieder eingeladen. Sehr, Jetzt haben sehr es alle gerne. gehört.
Jetzt haben es alle gehört. Genau. Bloß keinen Druck aufbauen. Bloß keinen Druck aufbauen. Jetzt kann sie nicht Nein sagen. Ja, genau. Also, wir bleiben in Kontakt, wir hören uns und vielen herzlichen Dank nochmal. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.